Ja, herzlich willkommen bei unserer Sendung Wikipedia hinter den Kulissen. Wir wollen euch heute mal einführen in Dinge rund um die beliebte Enzyklopädie, um das große Online-Lexikon, das übrigens in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag feiert. 2001 ist die deutsche Wikipedia online gegangen und wir glauben, jeder von euch nutzt sie vielleicht sogar mindestens einmal am Tag für Schule, für den Beruf oder wenn man irgendwo mal Rätselfragen beantworten muss. Viele haben sicherlich noch nicht aktiv mitgeschrieben bei der Wikipedia, aber darauf wollen wir auch mal eingehen, damit ihr einen Einblick bekommt, wie das Ganze funktioniert. Und das wird uns später dann auch nächste Woche überleiten zu unserem Olsberg-Wiki bzw. Sauerland-Wiki, das ein Regional-Wiki ist. Und warum es ein Regional-Wiki gibt und das nicht in der Wikipedia passiert, das wird euch heute Abend auch erklärt. Wir haben uns da kompetente Unterstützung geholt. Und das ist ein Exilbigger, sage ich mal, der schon seit vielen Jahren in Karlsruhe lebt. Herzlich willkommen, Hans-Jörg Happel. Jetzt habe ich mich auch unmuted. Hallo, vielen Dank, Christian, für die Einführung. Ich würde dann mal umschalten auf meinen Screen. Willkommen alle an den Geräten, die uns hier zuhören gerade. Christian hat schon gesagt, ich bin heute aus Karlsruhe zugeschaltet, bin in Bigger aufgewachsen und dann hat es mich irgendwann immer ein bisschen weiter nach Süden verschlagen, erst nach Mannheim, dann nach Karlsruhe. Ich bin aber natürlich immer noch dem Sauerland nicht nur familiär, sondern auch freundschaftlich verbunden und eben auch schon seit vielen Jahren bei Bigger Online mit am Start. Und wenn man so will, vor 10 Jahren hat uns dann das 10-jährige Jubiläum der Wikipedia motiviert, das Olsberg-Wiki zu machen, wie Christian schon gesagt hat, wo wir dann nächste Woche auch noch mal ein bisschen drüber erzählen. Und quasi als Vorspann dazu und eben auch aus diesem Anlass 20 Jahre Wikipedia ist ein bisschen die Idee entstanden, dass man jetzt eben auch in Corona-Zeiten, wo wir auch bei Bigger Online viele Dinge online machen, dass wir da einfach mal dieses Angebot machen, heute Abend so ein bisschen uns die Wikipedia anzuschauen. Vielleicht ganz kurz so ein bisschen zum Ablauf. Man sieht hier schon, ich habe so ein paar Folien. Das sind ja ein paar Folien, was man gerade sieht auf meinem Screen. Und ich werde aber die meiste Zeit auch wirklich in der Wikipedia ein bisschen rumklicken. Falls es irgendwie ein bisschen zu schnell geht oder falls jemand noch was erklärt haben möchte, einfach in den Chat schreiben bei YouTube oder bei Facebook. Wir haben hier fleißige Mitleser, die mich dann unterbrechen werden oder die Fragen dann so bei Zeiten einstreuen. Wir werden eine Pause haben, eine kleine Pause in der Mitte. Das heißt, wenn man mal kurz aufs Örtchen muss oder noch was zu trinken holen oder dann auch vielleicht Fragen stellen muss, dann werden wir da in der Mitte auch das tun. Genau, ich habe schon gesagt, die Wikipedia, 20 Jahre alt. Ich glaube, die Wikipedia als solches muss man erstmal gar nicht groß erklären. Ich hoffe mal, alle, die uns heute zusehen oder die das vielleicht auch später mal ansehen, wissen schon mal so ganz grob, dass Wikipedia eine Internet-Enzyklopädie oder ein Internet-Lexikon ist. Und tatsächlich ist es so, die Wikipedia ist eben auch eine der meistbesuchten Seiten überhaupt im Internet. Ja, also je nach Land, ich glaube in Deutschland war so die letzte Zahl, ist es die siebtmeistbesuchte Seite. Und ich glaube sogar unter den nicht kommerziellen Seiten, also was jetzt nicht von Firmen oder so ist, ist es unter den Top 50 die einzige Seite. Und ich glaube, wie Christian schon gesagt hat, jeder hat auf die eine oder andere Art oder Weise schon häufig in der Wikipedia gelesen. Die Wikipedia ist dadurch natürlich eine ganz wichtige Seite irgendwie auch, wo Leute sich informieren. Wir wissen, Information ist heutzutage viel wichtiger denn je, auch gute Information. Da wird tatsächlich die Wikipedia trotz ihrer Prominenz ja manchmal auch ein bisschen belächelt. Oder es gibt ja auch so den Spruch, das hast du wohl aus der Wikipedia oder wie auch immer. Und das war eben natürlich auch eine Motivation für den Vortrag heute, dass man so ein bisschen auch mal den Blick hinter die Kulissen macht und mal sieht, was steckt denn eigentlich dahinter und wie kann man das vielleicht auch für sich selber so ein bisschen besser einschätzen. Genau, deswegen ist eine ganz wichtige Frage heute, die wir klären wollen. Was genau ist eigentlich die Wikipedia? Was kann man jetzt vielleicht in der Kürze der Zeit, also wir haben mal so angeplant, dass wir so maximal eine Stunde machen, hängt aber auch natürlich ein bisschen davon ab, wie viele Fragen hier so auftauchen. Was kann man in dieser Zeit eben lernen? Also das Lernziel so ein bisschen ist, jetzt ist morgen zwar Karfreitag, aber dass jeder, der die Tage mal zum Friseur geht, irgendwie mehr über die Wikipedia weiß als vorher und vielleicht so ein paar Nerd-Facts wirklich lernen kann.
Dann ist eine ganz spannende Frage, ist Wiki und Wikipedia eigentlich das Gleiche? Ja, also da gehen wir wirklich schon ein bisschen ins Eingemachte. Und dann in der Überleitung natürlich auch, was bedeutet das eigentlich für Olsberg so ein bisschen? Und genau, ich habe schon gesagt, wir haben mal so einen ersten kleinen Teil, da wird im Grunde so ein bisschen so eine kleine Rundführung über die Wikipedia-Seite selber eigentlich geben. Ja? Also so ein paar Features einfach mal gezeigt, die aber, denke ich, auch sehr interessant sind und wo, glaube ich, die meisten auch vielleicht gar noch nicht so wahrgenommen haben, dass es die auf der Seite überhaupt gibt, wenn sie da immer nur manchmal ein bisschen lesen drin. Und im zweiten Teil werden wir dann nochmal ein bisschen detaillierter wirklich hinter die Kulissen so ein bisschen gucken und wie gesagt, Fragen gerne auch zwischendrin, wenn es sich vielleicht anbietet. Ich denke, der Christian wird es dann schon organisiert kriegen, ob das Sinn macht, das dann zwischen reinzunehmen oder ob wir das ein bisschen sammeln. Das hängt, denke ich, auch ein bisschen von der Frage ab. Aber es lebt natürlich auch ein bisschen davon, wenn ihr, also ich duze euch jetzt gerne einfach mal, das Publikum da so ein bisschen auch sagt, passt das so ein bisschen oder vergesse ich vielleicht auch mal so ein paar Sachen, die vielleicht noch ganz interessant sein könnten. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal gleich voll rein. Und zwar würde ich gerne anfangen so ein bisschen mit dem Thema, Bigge wurde nicht an einem Tag beschrieben. Also es gibt natürlich in der Wikipedia, sieht man hier auch eine Seite Bigge. Und da wechsle ich jetzt gerade mal direkt rein in die Wikipedia. Hier bin ich gerade noch mal ganz kurz bei Google. Vielleicht als Einstieg, weil viele Leute werden wahrscheinlich in die Wikipedia kommen, indem sie zum Beispiel auch bei Google irgendwas suchen, zum Beispiel Bigge im Sauerland. Und dann hat vielleicht der oder die Einzelne schon mal gesehen, es gibt hier bei Google manchmal diesen lustigen, diese Sidebar, ja, wo so ein bisschen ein Foto von Bigge ist, eine Karte von Bigge und auch so ein kleines Teaser-Text, ja. Und man sieht es hier schon an dem Link, wo ich drüber hovere. Google ist also tatsächlich, hat so ein bisschen einen Exklusivvertrag, sage ich mal, mit Wikipedia. Ich weiß nicht, ob es vertraglich ist oder die bevorzugen halt quasi Wikipedia für ganz viele Suchbegriffe und blenden schon einzelne Informationen hier rein, dass man gar nicht mehr weiterklicken muss. Ja? Das heißt also, ganz viele Leute, denke ich, kommen auch über Google dann eben auf die Wikipedia und da sind wir schon hier auf der Seite von Bigge und ich denke mal, das, so wie ich es jetzt hier sehe, haben die meisten schon mal in der einen oder anderen Form gesehen. Ne? Da gibt es halt dann einen Artikel, der beschreibt so ein bisschen die Geschichte von Bigge, Persönlichkeiten, Verkehr. Ne? Man sieht, das ist jetzt hier nicht besonders ausführlich. Wir sehen gleich nochmal, der Olsberg-Artikel ist ein bisschen länger. Da sollte man vielleicht nochmal dran arbeiten. Genau, das ist jetzt erstmal so die Seite. Und was ich jetzt eigentlich mal so ein bisschen gern zeigen möchte, ist alles, was hier so ein bisschen drumrum ist. Ja, also man sieht, hier ist ganz viel in der Navigation. Viele Dinge davon sind eher ein bisschen langweilig, aber manche sind auch sehr spannend. Und insbesondere die absolut spannendste Seite überhaupt aus meiner Sicht ist hier oben dieser Link Versionsgeschichte. Ja, klingt erstmal sehr unspannend. Aber wenn wir da jetzt draufgehen, bevor wir draufgehen, würde ich vielleicht noch mal einmal kurz fragen wollen in die Runde. Vielleicht kann man das gleich über den YouTube-Chat schon mal sagen. Also die Wikipedia 20 Jahre, 2001 auf den Weg gebracht. Jetzt wäre mal meine Frage in die Runde. Dieser Artikel Bigge, wann wurde der denn wohl erstellt? Wenn 2001 die Wikipedia selber gestartet hat, ich kann schon mal verraten, es war nicht 2001. Wann wurde quasi Bigge in der Wikipedia geboren, der Bigge-Artikel? Und vielleicht war es früher oder später als der Olsberg-Artikel. Ich weiß nicht, ob wir das in der Schnelle der Zeit hinbekommen, sonst muss der Christian raten. Christian, vielleicht kannst du mal mir ein Zeichen geben, ob da schon wild Tipps reinkommen oder... Ja, ich habe gerade in die Runde gefragt. Noch traut sich keiner von denen, die zuhören. Soll ich mal raten? Ich habe tatsächlich... Ja, mach einfach mal. Es ist ja, ja. Wir werden es ja gleich hier auflösen sofort. Ich sag mal 2003. Ach Christian, du hast doch geschummelt, oder? Gibt's zu? Na, wobei, es ist sogar falsch. Ich glaube, es ist 2004 und Olsberg jetzt 2003. Also wir gucken jetzt gleich mal nach. Ja? Also ich gehe jetzt hier auf diesen ominösen Link Versionsgeschichte. So, jetzt lädt's ein bisschen. Genau. Und was sehen wir hier? Das ist ein riesiges Durcheinander. Ich mache das noch mal ein bisschen. Ich muss noch mal ein bisschen weitergehen. Jetzt komme ich mal ganz nach unten und wir sehen hier 16. April 2004. Ja, das ist also tatsächlich, also man sieht, ich kann hier nicht weiter nach unten scrollen. Was wir hier so ein bisschen jetzt sehen, sind im Grunde sämtliche Änderungen, die an diesem Bigge-Artikel gemacht wurden im Laufe der Zeit. Ja, und diese erste Änderung, also quasi wo Start 0 war, am 16. April 2004 um 22.04 Uhr. Hat irgendjemand im Internet? Wir sehen hier also keinen Namen, das war kein angemeldeter Nutzer, sondern jemand, der quasi anonym dabei war, der hat diese Seite hier erstellt. Ja? Das war also die erste Seite Bigge in Wikipedia und wir sehen,
Da ging es um den Biggesee. Ja, also das war noch gar nicht richtig Bigge. Jetzt kann man aber Folgendes machen. Man sieht hier oben diese Einbindung, dass ich jetzt gerade eine alte Version angucke. Also ich weiß vielleicht gerade ein bisschen schnell. Ich gehe noch mal kurz zurück, na, wenn er mich lässt. Upsala. Jetzt lädt es ein bisschen. Ja. Ich glaube, ihr seht auch einen weißen Screen gerade. Das ist einfach mein Rechner. Genau. Also man kann im Grunde hier, wenn man auf den auf die Uhrzeit geht, ne, jetzt war ich einmal zu schnell. Mache ich nochmal ein. So, hier haben wir wieder unseren 2004er. Also man kann im Grunde auf jede dieser Uhrzeiten hier klicken und man sieht dann die Version zu dem Zeitpunkt. Ja, also das heißt, wenn ich hier jetzt klicke, ist das tatsächlich die alte Version des Artikels vom 16. April 2004. Vorher hat dieser Artikel nicht existiert und es ging um den Biggesee. Ja, ist also noch nicht ganz, was wir eigentlich wollen. Und es gibt jetzt hier diesen sehr interessanten Link, nicht jüngere Version. Da klicken wir jetzt mal drauf. Ne, das ist jetzt also 16. April 22.06 Uhr. Wenn man mal guckt, wenn man wieder eins vorher geht, da sieht man, da ist hier ganz unten passiert was. Kann man mal kurz gucken. Also da hat jemand noch www.biggesee.net dazu gemacht. Machen wir nochmal einmal weiter, da hat er es verlinkt. Machen wir nochmal weiter, okay, ist immer noch Biggesee. Biggesee. Die Bigge, der Biggesee. Und zack, jetzt ist er mal wieder leer am 16. April 2029. Oh, jetzt ist eine Weiterleitung auf Biggesee. Und, ui, jetzt haben wir hier Bigge, Ortsteil der Stadt Olsberg. Das war also am 2. Februar 2005. Das heißt, wenn wir es jetzt ganz genau nehmen, Christian, warst du sogar 2 Jahre daneben, weil am Anfang der Wikipedia, haben wir jetzt quasi gerade gelernt, hat Bigge was über den Biggesee erzählt, bis irgendjemand mal in den Urwald ging und die Banane wieder gerade bog und auch mal Bigge als Ortschaft erwähnte. Ne? Das heißt, man sieht schon sehr schön, es gibt irgendwie mehrere Dinge, die unter Bigge firmieren und natürlich, wenn da vorher gar nichts zu Bigge in der Wikipedia war, hat halt der Erste, der kam, der war erstmal nur Biggesee im Begriff. Ne? Und deswegen hat es ein bisschen gedauert, bis Bigge da war. Was, denke ich, hier jetzt auch super interessant erstmal ist zu sehen, dieser erste wirkliche echte Bigge-Artikel in der Wikipedia, wenn man den jetzt mal vergleicht mit dem heutigen Artikel, den wir eben ja schon mal aufhatten, ne, dann sieht man da schon mal, ui, ne, da ist irgendwie ganz schön was passiert in der Zwischenzeit. Ne? Also das war wirklich hier nur so ein ganz minimales Ding, was also jemand, der im Internet am 2. Februar 2005 in die Wikipedia gegangen ist, über Bigge lernen konnte. Und das Schöne ist, ich klicke jetzt mal hier ein bisschen schneller auf das nächstjüngere Version und man sieht hier, das Datum geht immer ein bisschen weiter. Jetzt sieht man schon, geht doch nochmal vielleicht kurz zurück, jetzt hat jemand einfach nur hier Olsberg verlinkt. Also, ups, oh, jetzt war ich zu schnell, tut mir leid. Also jetzt war es hier nur Text und irgendjemand hat zum Beispiel einfach nur hier jetzt den Link zu Olsberg gemacht, was vorher nur einfach der Text Olsberg war. Dann sehen wir, hier hat jemand angefangen, einen Abschnitt Geschichte zu schreiben. Und jetzt klicke ich mal wirklich ein bisschen schneller. Ne? Und dann sind wir sehen, jetzt sind Kategorien hinzugekommen. Ne? Das heißt, ich glaube, die Idee kommt schon so ein bisschen rüber. Man sieht also hier am lebenden Beispiel und kann sich das jetzt auch nachträglich nochmal angucken, wie eigentlich die Wikipedia wirklich funktioniert. Ja? Nämlich so, dass irgendwie, dass es ganz klein mal anfängt, jetzt hier wie in dem Bigge-Artikel, und dass dann immer mehr verschiedene Leute einzelne Sachen verbessern, Abschnitte einbauen, was verlinken. Wir können mal gucken, wann das jetzt losgeht mit Fotos vielleicht oder so. Jetzt sehen wir hier zum Beispiel, hat jemand jetzt hier so eine Unterscheidung zu Bigge, dem Fluss, eingebaut. Ne, das war vorher auch noch nicht da. Das Bigge ist mittlerweile fett geworden. Man sieht, das sind auch immer nur ganz kleine Änderungen. Ne? Also man muss gar nicht so viel machen. Und hier haben wir das erste Foto. Also 13. September 2006. Hat ein S.Didam, das war also der User, der das gemacht hat, dieses Foto eingefügt. Und ich könnte mich jetzt hier immer weiter so durchklicken und man würde das dann im Grunde so ein bisschen sehen. Ich könnte im Grunde den Vortrag hier abbrechen, weil wenn man die Wikipedia wirklich nur in 5 Minuten erklären will, dann ist im Grunde diese Übung in der Versionsgeschichte mal vor und zurück zu klicken, beschreibt eigentlich mehr, als ich in den nächsten Minuten noch zusätzlich schreiben kann, beschreiben kann. Ja? Ich werde natürlich trotzdem noch so ein paar kleine Anekdoten erzählen und ich hoffe, es wird trotzdem ein bisschen interessant sein. Aber wenn man eins mitnehmen kann, was man vielleicht jemand mal zeigen kann oder so, dann ist es wirklich dieses, wie hat es mal angefangen mit Bigge in der Wikipedia und wie ist es dann hier so weitergegangen? Ja, weil das zeigt einfach sehr schön, dass man A, das auch sehen kann, ne, dass man sich, das kann sich wirklich jeder daheim jetzt nachher noch in seinem Browser nachprobieren, was wir hier gerade machen. Und mit jedem Artikel geht es auch. Ne? Also da kann man den Corona-Artikel nehmen und wirklich gucken, wie hat den der erste Wikipedia-Autor vor einem Jahr beschrieben oder vielleicht sogar vorher. Ja? Wer weiß. Ja, also deswegen, das ist einfach ein unheimlich spannendes Werkzeug. Jetzt sieht man mal, ich habe hier mal weitergeklickt. Jetzt ist zwischenzeitlich, hat dann mal jemand am 20. Februar 2007
hier unten diese schöne Olsberger Stadtteile-Geschichte eingebaut. Ja, also man sieht wirklich, die Wikipedia wächst kontinuierlich weiter und verbessert sich immer weiter durch ganz kleine und sehr unterschiedliche Beiträge auch. Ja, es gibt Leute, die machen Fotos rein, es gibt aber auch Leute, die machen einfach nur hier unten, ich sag mal nur, aber so eine Übersicht der Stadtteile rein, die natürlich auch sehr praktisch ist. Ich gehe nochmal zurück in diese Versionsgeschichte selber, einfach um da nochmal ein bisschen weiter zu gucken. Also was wir jetzt im Grunde gemacht haben, ist, wir sind im Grunde durch dieses Klicken gerade so ein bisschen hier durch diese Varianten hier durchgegangen. Ne? Ich glaube, was habe ich gesagt, bis 2007 war mal irgendwo genau hier, ne? So ganz grob. Das heißt, alternativ kann man natürlich auch hier jederzeit in irgendeine Version reingucken. Und übrigens, was auch ganz spannend ist, man sieht hier, es gibt diesen Button Vergleichen. Also man kann, sieht man hier, man kann so ein bisschen sagen, ich will zum Beispiel jetzt die Version vom 7. Oktober 2020, das war also der vorletzte Edit, den hat der Bubo Bubo gemacht an dem Bigger-Artikel, vergleichen mit dem letzten Update, was also am 5. Februar war, was der oder die Acker gemacht hat. Oder das Acker, man weiß es ja nicht genau. Und jetzt können wir mal gucken. So, da gibt es gerade ein kleines Tonproblem, da müssen wir mal einen Moment abwarten. Gucken, wann der Hans-Jörg wieder da ist. Vielleicht kann ich zwischendurch dann noch erzählen, dass natürlich dieser Vortrag am Ende auch bei YouTube weiter abzurufen sein wird. Dann könnt ihr die Fragen euch dann hinterher nochmal wieder selbst sozusagen beantworten, wenn ihr euch an diverse Dinge nicht erinnern könnt, was da gewesen ist. Ist sozusagen Nachschlagewerk, eine Video-Wikipedia. Wir wollen mal hoffen, dass die Technik sich jetzt schnell wieder lösen lässt. So lange kann ich nämlich nicht erzählen, ich bin nicht Thomas Gottschalk. Ich versuche das mal zu überbrücken. Das kann ich noch erzählen. Das Olsberg-Wiki ist uns natürlich ganz wichtig. Nächsten Freitag um 8 Uhr werden wir dann mal genau auf das Olsberg-Wiki eingehen, www.olsbergwiki.de. Da gibt es schon über 300 Berichte rund um Olsberg als Stadtgebiet. Das ist keine reine Bigger-Veranstaltung, sondern wir machen das zusammen mit dem Heimatbund der Stadt Olsberg. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Im Hintergrund höre ich schon wieder Rauschen, dann ist Hans-Jörg bestimmt da. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt vom Heimatbund online. Und da entstehen Texte zu historischen Punkten im Stadtgebiet, zu den Ortsteilen gerne auch. Das hat sicherlich noch ein bisschen Potenzial, was über die Ortsteile zu schreiben. Und dann schauen wir mal. Hans-Jörg, du bist wieder da? Ja. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, man hört mich wieder. Ja, wir hören ihn wieder. Ich bin untröstlich, ich entschuldige mich für die kleinen Tonprobleme hier. Das sind meine schicken Kopfhörer, die leider manchmal ein bisschen, wenn die Batterie zu leer wird. Aber ich glaube, das passiert uns hoffentlich nicht so schnell nochmal hier. Genau, ich war gerade hier, um einfach wieder zurückzugehen, bei diesem Versionsvergleich. Ja? Und man sieht hier, was wurde verändert jetzt zwischen diesen zwei Versionen. Man sieht hier, da wurde, also ich zeige es mal nur kurz, da wurde die HTTP durch HTTPS geändert. Also das ist eher so eine technische Änderung an dem Link. Wir vergleichen mal zwei Versionen davor, was da passiert ist. Und das ist ganz interessant, da sehen wir, die Einwohnerzahl wird korrigiert. Ja? Also von Status 2017 auf 2019. Genau, man sieht hier, da gibt es scheinbar auch eine Referenz auf die Webseite olsberg.de, also auf die offizielle Webseite, wo das scheinbar dann her als Quelle genommen wurde. Ne? Also man sieht, das kann man vielleicht mal gucken, wenn man im Artikel selber ist, dass die Einwohnerzahl, ich sehe hier den Screen gerade nicht, die ist, glaube ich, hier irgendwo unten, statt Olsberg Zahlen und Fakten, da ist die wohl entnommen. Ja? Also das heißt, man kann nicht nur diese alten Versionen sehen, sondern man kann tatsächlich auch Versionen vergleichen. Das ist natürlich teilweise manchmal ganz praktisch, wenn man jetzt eben zum Beispiel auf einem Artikel ist und wissen will, wer hat denn da jetzt so in letzter Zeit alles rumeditiert. Ne? Man sieht auch mal so ein bisschen, wenn man hier die Jahreszahlen mal anguckt, an diesem Bigger-Artikel hier, da passiert jetzt nicht so die Riesenmenge logischerweise. Der ist nicht so groß an sich. Ne? Man sieht, da wird so einmal pro Jahr ändert da mal jemand was. Ne? Also hier hat mal jemand was zu Persönlichkeiten scheinbar noch hinzugeschrieben. Was haben wir hier? Genau, Jörg Twenhoef, CDU-Politiker, wurde eingefügt. Genau, also das erkennt man so ein bisschen an der Geschichte. Also von daher diese Versionsgeschichte, sehr interessantes Feature. Und vielleicht eine Sache, die ich hier nochmal zeigen würde gerne ist,
Was man natürlich auch so ein bisschen sieht, ist eigentlich, wer denn eigentlich diesen Artikel so editiert. Also man sieht manchmal natürlich hier nur so diese IP-Adresse, dass es jemand Anonymes, aber man sieht ja auch, hier gibt es zum Beispiel den Zor, hier gibt es Peter Lustig, Heintje oder Heinte, Dominix, wen haben wir hier, Estidam, jetzt gucken wir mal hier, Estidam, also ist hier Estidam, also es gibt auch ein paar Leute, die ab und an mal wieder auftauchen, ja, die also über die Zeit was machen. Hier der Bubo Bubo. Den hat man jetzt hier oben schon zwei, dreimal. Der scheint also den Big-Artikel häufiger zu bearbeiten. Und das Interessante ist jetzt wiederum auch, wenn das hier ein blauer Link ist, kann man sich den auch angucken. Das heißt, der Bubo Bubo hier hat auch eine Wikipedia-Seite, ja, selber. Und was lernen wir hier über Bubo Bubo? Tatsächlich wurde im Jahr der U-Aufführung von Warten auf Godot geboren. Gucken wir mal hier, das war also scheinbar irgendwann 1952. Ist verheiratet und Hemeraner, also wohnt in Hemer. Und scheinbar scheint ab und an mal den Bigger-Artikel zu editieren. Ja? Das ist also durchaus auch ganz witzig, dass man so ein bisschen sieht. Jetzt gucken wir mal hier, was ist denn hier? Estidam. Gucken wir auch nochmal aus Spaß einmal kurz drauf. Ja, lädt einen kleinen Moment. Oh, hier sehen wir hier, da ist jemand, der hat. Also diese Benutzerseite von dem Benutzer, da sieht man hier rechts auch so ein bisschen, die können die Benutzer selber gestalten. Da sieht man, der Benutzer kommt aus dem Sauerland, der Benutzer kommt aus Deutschland, spricht Deutsch und dann sieht man hier ganz wüst irgendwelche Links zu Artikeln. Das ist einfach deswegen, genau, hier sieht man noch ein bisschen was über den Benutzer, wurde in den 60ern im Sauerland geboren, hat mal in Gütersloh, Wuppertal und Köln gewohnt, scheinbar, ja. Das ist natürlich eine Eigenangabe hier, also ob das stimmt, können wir natürlich jetzt so nicht nachvollziehen. Und was man hier unten auch so ein bisschen sieht, also dieser Benutzer nutzt diese Seite über ihn selbst, also seine Informationsseite, auch so ein bisschen als wie soll man sagen, Arbeitslogbuch, ne? Also man kann hier auch so ein bisschen eben sehen, was dieser User scheinbar so bearbeitet hat oder gerne an Themen in der Wikipedia bearbeitet, weil er eben nicht nur den Bigger-Artikel bearbeitet, sondern hier auch irgendwelche Bilder hochlädt und solche Sachen. Ja, also das heißt, man kann sehr transparent auch nachvollziehen, was der Benutzer hier macht. Tatsächlich gibt es hier links auch noch einen Link, immer Benutzerbeiträge. Also wenn man auf der Seite eines Benutzers ist, kann man da draufklicken. Und dann sieht man tatsächlich, wann dieser Benutzer in der Wikipedia was geändert hat. Und jetzt sieht man hier sehr schön, ne? Also das sind jetzt eben unterschiedliche Artikel hier. Und man sieht, der Benutzer war so erst vor kurzem aktiv, sprich gestern Nachmittag. Ja, also man kann den hier auch fast so ein bisschen stalken. Und man sieht tatsächlich, der hat hier auf den Artikeln Walbecke, Wentrop, Werpe, Western, Bödefeld die Einwohnerzahl offenbar geändert. Ja, also das scheint scheinbar jemand zu sein, der sich sehr stark mit Zahlen in der Wikipedia beschäftigt und dafür sorgt, dass quasi die Einwohnerzahlen der Artikel aktuell sind. Ja? Und das ist jetzt mal nur ein blödes Beispiel hier. Das kann man im Grunde für jeden anderen Benutzer auch so ein bisschen machen. Und in der Summe ergibt das natürlich dann eben sowas wie den Bigger-Artikel tatsächlich. Ja? Es gibt tatsächlich da auch noch, wenn man hier mal guckt, diese Seite letzte Änderung. Das ist quasi jetzt nicht für einen Benutzer an sich, sondern das ist für alle Benutzer für die komplette Wikipedia. Das heißt also auch, wenn ich das hier aktualisiere, dann sieht man hier live quasi die, ja, jetzt, also man sieht es schon live, aber so viel passiert jetzt nicht. Wir gucken, sehen jetzt gerade hier Friedrich von Heiden ist gerade ganz oben. Ich lade jetzt mal so ein paar Sekunden, aber man sieht hier, das ist 20 und 29, also das ist gerade eben passiert. Ah, okay, so viel passiert dann doch nicht live. Aber man sieht ja, 2029 wurden hier zum Beispiel vier Artikel oder, oh, okay, 2029 geht ganz schön runter. Es kann sein, dass das vielleicht ein bisschen dauert, bis die Wikipedia einem. Genau, hier sehen wir zum Beispiel Neustadt Gödens, was immer das sein mag, hat jetzt hier der wahre Jakob gerade eben editiert. Ja, also man sieht hier wirklich in Echtzeit in der kompletten deutschen Wikipedia, was hier gerade jemand geändert hat und kann eben natürlich ganz ähnlich. Wie wir das eben auch gemacht haben. Ne? Das ist jetzt hier eben, das scheint eine Gemeinde zu sein, weiß Gott wo, im Friesland, in Niedersachsen sehen wir hier. Gehen wir hier wieder auf die Versionsgeschichte und dann sehen wir hier wieder der wahre Jakob, 1. April 2021. Gucken wir mal, was der eben gerade gemacht hat, während wir hier so schön in dem Talk sind. Aha, er hat hier irgendwas über Missionare in diesem schönen, wunderschönen niedersächsischen Ort geschrieben. Ja? Also auch das wirklich sehr interessante Seite hier, diese letzten Änderungen, wo man einfach mal so sehen kann, was machen die Leute gerade auf Wikipedia. Das ist übrigens auch sehr interessant, wenn gerade irgendein Fußballspiel läuft oder die Fußball-EM.
oder die Nachrichten, weil dann sieht man natürlich ganz häufig, da gibt es dann irgendwelche Leute, die meinen, sie müssten quasi auf die Seite von Schalke 04, okay, vielleicht nicht Schalke 04, Borussia Dortmund oder so, die neuesten Titel, Tore, Rekorde draufschreiben, was teilweise die anderen Leute in der Wikipedia nicht immer so schön finden, wenn die Leute da quasi in Echtzeit bestimmte News reinschreiben. Genau, das ist also vielleicht erstmal so ein bisschen der Einstieg. Wie gesagt, man könnte eigentlich fast jetzt schon aufhören, aber ich habe natürlich noch ein bisschen mehr, worüber man erzählen kann. Denn das ist jetzt natürlich erstmal alles nur lesen. Ne? Also wie kann ich jetzt so ein bisschen als jemand, der wissen will, auch wie glaubwürdig ist hier vielleicht diese Information, wie ist die zustande gekommen? Dann habe ich hier schon so ein paar Werkzeuge, wie ich jetzt im Grunde mal nachgucken kann. Wurde das jetzt erst vor kurzem geändert? Ne? Hat da jemand vielleicht was manipuliert in den letzten 2, 3 Tagen an dem Artikel oder steht es da eigentlich schon seit ganz langer Zeit? Und das ist für mich natürlich vielleicht auch ein Indikator dafür, ob das jetzt irgendwie glaubwürdig ist, ja oder nein. Und ich kann sogar teilweise gucken, was schreiben die Benutzer, die das geschrieben haben, so über sich und mir da auch ein Bild machen. Jetzt ist aber natürlich die... Hans-Jörg, darf ich da gerade einmal reingrätschen? Ja. Weil es kam nämlich eine Frage, die passt jetzt auch ganz schön. Und zwar fragt der Günther, das ist ja durchaus berechtigt als Frage, kann man eigentlich davon ausgehen, dass Infos auf Wiki auch immer stimmen oder richtig sind? Weil Internet, man muss vorsichtig sein und hier bearbeitet jeder. Gibt es da Tools? Wie geht man da mit um? Das ist eine, also das ist fast schon die, wie soll man sagen, die Gretchenfrage oder die 100-Millionen-Dollar-Frage natürlich, die hoffentlich wir am Ende des Vortrags wirklich vielleicht auch so ein bisschen einschätzen können. Deswegen würde ich die vielleicht jetzt gar nicht so ganz vollumfänglich sofort beantworten, aber ich würde die mal so ein bisschen in mein Köfferchen mit reinnehmen und vielleicht immer mal wieder drauf eingehen. Also weil ein bisschen bin ich gerade schon drauf eingegangen, weil natürlich kann ich so ein bisschen über diese Versionsgeschichte das irgendwie natürlich, ist natürlich sehr aufwendig, da sich irgendwie durchzuklicken, aber das zeigt mir natürlich schon mal so ein bisschen, wie viel da passiert ist. Und wir haben schon eben auch gesehen, die Wikipedia sagt eigentlich den Leuten, die editieren, sie sollen möglichst auch Dinge belegen, ja, mit Belegen. Also zum Beispiel haben wir eben gesehen, derjenige, der die Einwohnerzahl editiert hat, hat im Grunde dabei auch hier die Stadt Olsberg referenziert. Ja, das heißt also, wir könnten da jetzt draufklicken, idealerweise, und das dann auch nachprüfen. Und da komme ich jetzt gleich auch nochmal drauf zurück, weil die Frage ist natürlich, auch erstmal dann jetzt, kann man das glauben, wie kommt es denn da wirklich rein? Und was könnte jetzt ich auch da beitragen? Es könnte ja sein, ich sage hier, 2014 stimmt gar nicht, wir machen jetzt hier mal 10.000 raus, weil dann sind wir viel größer als Wikipedia. Wäre doch ganz cool, ja, wenn das in der Wikipedia steht. Und das haben vielleicht ganz viele schon mal gehört tatsächlich. Man kann eben die Wikipedia auch bearbeiten. Und also ich klicke nochmal hier Quelltext bearbeiten, ne, und dann sieht man wirklich den Artikel, wie wir den, also das ist quasi jetzt so ein bisschen hier die Rohsicht von dem Artikel. Und im Grunde hier die 2014, das ist das, was wir hier rechts an der Seite gesehen haben. Ich mache da jetzt einfach mal eine 10.000 hin. Ja, so. Und jetzt kann man hier sagen, Vorschau anzeigen. Und jetzt sehen wir hier tatsächlich schon, da, ja, also ich habe die Power, die Wikipedia zu ändern. Das Unschöne ist aber tatsächlich, dass bis vor irgendwie 5 Jahren, 6 Jahren, ich weiß nicht mehr ganz genau, hätte ich jetzt auch wirklich Speichern drücken können. Und dann wäre das auch so da gestanden tatsächlich. Ja? Und dann hat der Günther war es, glaube ich, völlig recht, dann stände da natürlich jetzt Murks, ja? Weil die 10.000 stimmen natürlich nicht, wie die meisten wahrscheinlich wissen. Aber man sieht hier schon oben, deine Änderungen wurden angezeigt, sobald sie gesichtet wurden. Das heißt, wenn ich jetzt hier speichern würde, wäre das jetzt nicht gleich live. Also das könntet ihr alle anderen dann erstmal nicht sehen, sondern es gibt eine bestimmte Gruppe von Leuten bei der Wikipedia, die sind, wenn man so will, Sichter oder Korrektoren. Das qualifiziert sich dadurch, dass die halt schon sehr lange bei der Wikipedia mitmachen und insofern halt eben als vertrauenswürdig gelten. Und die haben im Grunde so ein bisschen so ein, ja, haben eine Sicht, wo sie dann sehen, okay, da hat jetzt gerade jemand was an dem Artikel Bigger Olsberg geändert, nämlich die Einwohnerzahl hochgestellt, und die sehen dann wahrscheinlich gleich schon, okay, das wurde jetzt von 4.000 auf 10.000 geändert, ohne eine Quelle. Das ist schon sehr unwahrscheinlich, dass das stimmt. Ja? Und dann würde das tatsächlich rückgängig gemacht werden, höchstwahrscheinlich, oder nicht akzeptiert werden von den Sichtern. Ja? Das ist also schon mal eine Korrekturschleife so ein bisschen, wobei natürlich das auch sehr stark von der Information anhängt, die man hier dann reinschreibt. Jetzt ist es eben auch so, ich bin jetzt anonym hier drin, ich könnte mir auch einen Benutzer-Account bei der Wikipedia machen. Wir haben eben schon gesehen, da gab es diese Benutzerprofile von einzelnen Benutzern. Und das sind also Leute, die mit Login drin sind. Dann würde auch da stehen, dass ich das editiert habe. Und wenn ich dann jetzt, sagen wir mal, eine gewisse Anzahl Artikel schon editiert hätte und das wurde dann immer freigeschaltet von jemand, dann gibt es so auch die Regel, okay, was der Hans-Jörg in die Wikipedia schreibt, scheint in der Regel nicht irgendein Mist zu sein. Wir
wir geben dem zum Beispiel dann das Recht, dass dem seine Änderungen auch direkt live sind, ohne dass die erst noch gesichtet werden müssen. Ja, also das ist so ein zweiter Kontrollmechanismus. Und jetzt gibt es noch einen absoluten Killermechanismus, würde ich das nennen, ja, der dafür sorgt, dass das richtig ist. Also natürlich dieses Sichten ist schon ein ganz guter Hinweis, macht es aber auch ein bisschen langsamer. Also das war damals auch umstritten in der Wikipedia, ob man das wirklich möchte. Weil natürlich das dann erstmal muss der Sichter das freischalten, das dauert dann unter Umständen. Und es gibt aber noch einen zweiten Mechanismus, und zwar ist es so, nehmen wir mal an, ich würde jetzt hier häufiger an dem Artikel editieren oder auch vielleicht nur einmal. Ja? Also ich würde jetzt hier wirklich was Sinnvolles reinschreiben, nicht nur meine kleine Änderung mit den 10.000 Sachen. Oder ich würde es vielleicht auch richtig korrigieren auf 4.000 irgendwas. Sobald ich das dann speichere und ich bin eingeloggt, dann ist dieser Artikel sozusagen so ein bisschen in meiner Favoritenliste. Ja, weil die Wikipedia geht dann davon aus, ich bin jemand, der kennt sich irgendwie mit Bigger aus, der ist da, der hat da schon mal was zu beigetragen. Das heißt, ich würde dann jedes Mal, wenn ich in der Wikipedia bin, sehen, dass sich da was am Bigger-Artikel geändert hat. Ich könnte sogar einstellen, dass ich eine E-Mail bekomme, wenn das passiert. Ja? Und es gibt hier an der linken Seite, gibt es hier diesen Link Seiteninformationen. Das klingt ein bisschen kryptisch, da gehe ich jetzt mal drauf. Das ist im Grunde so ein bisschen, wenn es denn jetzt lädt. Ja, genau, da sieht man also so ein bisschen hier, okay, die Seitenlänge in Bytes, das ist ein bisschen langweilig. Da sieht man hier aber Anzahl der Beobachter dieser Seite, weniger als 30 Beobachter. Ja, wir können das nachher nochmal beim Artikel von Olsberg sehen, da sind es 31 Beobachter, ganz genau. Ich habe vorhin auch mal geguckt, beim Artikel Angela Merkel zum Beispiel sind es 555 Beobachter. Ja, also da haben 555 Leute beobachten diesen Artikel. Das sind also quasi Leute, die bei der Wikipedia angemeldet sind, die da einen Account haben, die auch höchstwahrscheinlich diesen Artikel schon mal irgendwann bearbeitet haben. Und es kann gut sein, dass ein Großteil dieser Leute wirklich eine E-Mail bekommt, wenn hier eine Änderung passiert. Ja, also das war insbesondere dann wichtig früher, als es noch nicht diese gesichteten Versionen gab, die ich eben so ein bisschen vorgestellt habe, wo man also quasi jederzeit das noch live ändern konnte, dann ist wirklich mit meinem Speichern und mit dem Live-Sein der falschen Seite, haben unter Umständen 50 Leute auf der ganzen Welt, ne, also der eine Kollege vorhin in HEMA und der andere, der sonst wo sitzt, vielleicht ich in Karlsruhe, eine E-Mail bekommen, ne, und die Wahrscheinlichkeit, dass von den 50 gerade jemand an seinem Rechner sitzt, ist gar nicht mal so klein. Und der hat dann eine E-Mail bekommen, der Hans-Jörg hat irgendwie da reingeschrieben 10.000 Einwohner. Ne? Und in der Regel, weil die den Artikel editiert haben, wissen die, na, das ist wieder, hört man mich? Ich mache das mal vielleicht. So, noch hören wir dich eigentlich. Ich weiß nicht, ob du uns noch hörst. Also, wir hören dich. Die Frage ist, ob du uns hörst. Ich erzähle noch ein bisschen was. Der Günther hat die berechtigte Frage gestellt, wer die Berichte sichtet. Und das werden wir dann auch noch beleuchten. Da gibt es eine Community, die dahinter steckt. Da wird Hans-Jörg sicherlich gleich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Jetzt hört man mich wieder. Wir hören dich die ganze Zeit. Ich lasse mir mal von... super, perfekt. Das habe ich... Ich habe euch dann aber kurz nicht gehört. Ich lasse mir, glaube ich, von Digga Online mal ein neues Headset sponsern, weil ich sehe genau, so. Wir waren bei den Beobachtern. Ja? Also das heißt, also auch das ist ein Mechanismus, der eigentlich natürlich sehr gut sicherstellt, wenn da ganz viele Leute deine E-Mail bekommen, die auch wissen, dass das Quatsch ist, dass es natürlich dann schnell wieder sichergestellt hat. Also ich habe da jetzt leider gerade kein schönes Beispiel dafür, aber bevor es diese diese Anforderung gab, dass ein Artikel noch freigeschaltet wird, erst eine Änderung, war es wirklich früher so, dass ich jetzt hätte wirklich was falsch ändern können und man konnte dann aber quasi die Uhr danach stellen, dass es dann im Grunde ein paar Minuten später wieder zurückgeändert wurde. Ja, man kann das zum Teil heute noch, ich sag mal, der Artikel Bigge ist jetzt nicht irgendwie nicht so wirklich interessant dafür, aber wir können zum Beispiel mal hier, ich weiß nicht, man kann mal sowas machen wie, ich mach mal hier sowas wie AstraZeneca oder so, ja, sowas gerade so wirklich, oder Trump könnte man mal gucken, aber wir machen mal hier AstraZeneca als Beispiel. Vielleicht machen wir sogar den Impfstoff konkret. Also man sieht hier, der hat eine eigene Seite. Das sieht man hier übrigens auch. Also AZD112 ist der weltberühmte AstraZeneca-Covid-Impfstoff. Und da sieht man hier, dieser Artikel beschreibt, die Information kann sich rasch ändern. Jetzt gucken wir mal hier in die Versionsgeschichte. Und dann kann man manchmal sehen, also wenn man hier sowas Rotes sieht, ne, dann hat eigentlich jemand wieder was gelöscht, also was Text weggenommen. Wobei das muss nicht zwingend eine Änderung von jemand davor sein. Ich gucke gerade mal, ob hier.
Da findet man jetzt, glaube ich, auf die Schnelle nicht sowas, aber es gibt häufig dann natürlich auch durchaus von den angemeldeten Editoren sogenannte, man nennt es Edit Wars, also Bearbeitungskriege. Das ist ein bisschen martialisch dargestellt. Aber natürlich, gerade wenn an so einem Artikel wie hier, also hier sieht man jetzt 30. März, ne, also da geht wirklich die Post ab gerade an diesem Artikel. Und da ist es dann eben wirklich so, dass da natürlich auch dann vielleicht Leute eine bestimmte Position durchsetzen wollen oder darüber streiten, was man da jetzt reinschreibt, was weiß ich, ist das ein guter Impfstoff, ja oder nein. Und dann gibt es teilweise manchmal wirklich so ein bisschen so einen Schlagabtausch zwischen den verschiedenen Nutzern. Und da ist natürlich dann auch die Frage bei so einem kontroversen Thema, ne, also Bigge ist jetzt nicht super kontrovers, da ist eigentlich das meiste, glaube ich, relativ eindeutig. Aber hier bei so einem Impfstoff, da gibt es natürlich dann vielleicht auch Impfbefürworter, Impfgegner, die irgendwie hier was reinschreiben wollen. Da ist natürlich jetzt dann auch die Frage, wie kommt dann eigentlich dieser Artikel, so wie er hier steht, zustande? Ja? Und das geht zum einen darum, dass das dann natürlich so ein bisschen intern so ein bisschen einen Konsens drüber gibt, was natürlich irgendwie grob, wie das passieren sollte. Und es gibt aber hier oben, das sieht man auch so ein bisschen, die Diskussionsseite. Ja? Das heißt, also hinter dem jeden Artikel gibt es auch eine eigene Diskussionsseite und da sieht man so ein bisschen, da können im Grunde die Editoren untereinander, also die Leute, die das bearbeiten, sich so ein bisschen austauschen. Und wie das funktioniert ist, da sieht man zum Beispiel hier Nebenwirkungen falsch beschrieben und dann schreibt hier irgendjemand, und zwar der Günther K., schreibt, im Text steht, ne? Und dann antwortet der, ja, leider unaussprechlicher Name, und so weiter und so fort. Ja, das heißt also, das ist tatsächlich hier so ein bisschen so ein Mittel, wie dann die Editoren auch untereinander nochmal ausdiskutieren, welche Informationen sollten da jetzt drinstehen, welche sollten da jetzt vielleicht auch nicht drinstehen. Und das ist natürlich jetzt hier so ein bisschen sehr detailliert und auch nicht unbedingt dafür gedacht, dass jeder sich das immer durchliest. Das ist aber Geheimtipp tatsächlich auch so ein bisschen so die kleine Schmuddelecke der Wikipedia. Ja, also wenn man irgendwie so ein bisschen so den Gossip wissen will, der eigentlich, den die Autoren nicht in der eigentlichen Seite drin haben wollen, weil das da vielleicht nicht reingehört, den findet man also manchmal hier auf der Diskussionsseite so ein bisschen. Ja? Also je nach Artikel, das ist jetzt hier bei dem Impfstoff natürlich ein bisschen nicht ganz so interessant, aber was weiß ich, mit wem Angela Merkel eine Affäre hat oder angedichtet hat, das sieht man vielleicht auf der Diskussionsseite ihres Artikels tatsächlich. Ja? Also das vielleicht auch als ein ganz kleiner Tipp. Also auch das, sowohl die Diskussionsseite kann tatsächlich aber auch ein interessanter Punkt sein für die Glaubwürdigkeit des Artikels, weil man da natürlich auch wiederum nachvollziehen kann, gibt es vielleicht auch Kritikpunkte an dem Artikel, die jetzt so direkt nicht drin lesbar sind und die man vielleicht auch in der Versionsgeschichte nicht direkt sieht. Ja? Ist natürlich auch keine Garantie, dass die hier stehen bleiben, aber kann manchmal durchaus schon zur Einschätzung auch interessant sein. Im Übrigen, diese Diskussionsseite kann ich auch ganz normal bearbeiten wie den Artikel selber. Also das ist im Grunde auch ein Artikel, der hängt aber quasi nur am eigentlichen Artikel selber dran. Ja? Genau. Gut, dann haben wir schon eigentlich so ein bisschen ganz viele Dinge für den Einstieg beschrieben. Ich kann vielleicht nochmal sagen, wir haben eben gesehen, es gab so diesen Quelltext bearbeiten, ne, wo man so ein bisschen das sehr technisch sieht hier. Also man sieht hier die Überschrift Eigenschaften ist mit zwei so Spiegelstrichen gemacht. Wenn ich was fett mache, also ich mache mal hier irgendwie was fett, dann sieht man, dann ist es hier mit so drei Pünktchen. Ne, also das ist eine sehr technische Syntax hier, man sieht hier diese zweieckigen Klammern, sind jetzt hier ein Link zu einer Seite. Das ist, sagen wir mal, eher für die Power-User. Es gibt aber hier, wenn ich auf Bearbeiten gehe, auch noch einen, also man kann Quelltext bearbeiten oder man kann Bearbeiten machen und da gibt es noch einen Editor, der ein bisschen benutzerfreundlicher ist. Ne, das sieht man hier, das sieht mehr aus wie der Artikel selber, erlaubt mir aber jetzt hier im Grunde drin rumzuschreiben. Ist im Grunde egal, welches dieser beiden Werkzeuge ich nehme, das ist im Grunde nur der Unterschied, ob es jetzt sagen wir mal, das hier ist jetzt eher für Leute, die eben nicht diese Syntax so gut kennen, die lieber hier mit direkt Feedback arbeiten, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten auch hier habe ich, ups, wenn ich ganz nach unten scrolle, ne, irgendwo sollte ich auch hier den Speichern-Button haben. Ah, den habe ich hier oben bei Änderungen veröffentlicht. Ne. Aber auch da wäre es so, ne, ich mache das mal, ich habe jetzt wüst reingetippt. Da steht jetzt hier auch nochmal ein Hinweis, ich soll natürlich hier auch urheberrechtlich vorsichtig sein und auch das würde nochmal wieder in diese Überprüfung reinkommen natürlich. Ne? Also selber Prozess wie an der anderen Seite auch. Genau, ich gehe mal so ein bisschen wieder in meine Präsentation, damit wir hier auch ein bisschen am Rahmen bleiben. Also hier waren wir schon, kann wirklich jeder in der Wikipedia schreiben. Tatsächlich kann also jeder schreiben. Ne? Jeder kann sich heute Abend noch dran setzen und am Big-Artikel was hinzufügen.
Aber wie gesagt, es gibt keine Garantie, dass das den strengen Augen der anderen Miteditoren, die an diesem Artikel bisher gearbeitet haben, unter deren Berücksichtigung findet. Ne? Das zeigt also ganz schön, man muss sich quasi so ein bisschen wie auch in einem Schützenverein oder so, man muss sich erstmal als Neuling beweisen, ja, und man kommt da im Grunde rein und trägt zu etwas bei, aber da gucken schon auch Leute drauf. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da einfach irgendwas schreiben kann und dann steht das da drin, sondern ganz im Gegenteil, da gibt es ja schon Leute, die vorher dran geschrieben haben und die auch dauerhaft noch daran schreiben. Dann gibt es jetzt mal noch einen weiteren Punkt, den habe ich jetzt mal hier genannt. Olsberg hat viele Seiten. Jetzt gehen wir doch mal von Digger auf Olsberg. Wir sehen hier, der Olsberg-Artikel ist deutlich länger, ja, weil es eben auch so ein bisschen die Kernstadt natürlich ist. Der hat auch seine Versionsgeschichte ganz klar. Und der hat aber, wir sehen hier dieses sehr lustige, dieser Artikel ist mehrdeutig. Warum ist es so? Ne? Da wird der ein oder andere vielleicht gleich schon sagen, klar, es gibt nämlich Olsberg in der Schweiz, es gibt Karl Olsberg, es gibt den Stift Olsberg, den kann ich jetzt auch noch nicht, aber es gibt natürlich den Berg Olsberg, ja, und es gibt auch die Olsberger Hütte. Ja. Und das sind natürlich alles unterschiedliche Olsbergs, wenn man so will. Ja. Also der Berg ist natürlich der Berg und nicht die Stadt. Ja. Und man sieht ja im Grunde hier, wenn man hier so über diese blauen Dinger guckt, ne, das sind natürlich Links, Verweise, ich denke mal, das kennen die meisten aus dem Internet. Und das ist natürlich auch nochmal so ein Kernprinzip der Wikipedia. Ich habe also immer nicht nur den Artikel Olsberg, der Berg, sondern ich habe im Grunde dann auch die Verlinkungen zu Dingen, die damit in Zusammenhang stehen. Das heißt, ich kann mich durch dieses Wissen in der Wikipedia ja so schrittweise peu à peu durchklicken. Und das habe ich vorhin schon mal gezeigt, wenn man das im Quelltext sich anguckt, dann ist dieser Link immer über den Namen gedacht. Ne? Also hier Edderinghausen oder gucken wir mal hier, was haben wir noch? Das Süderbergland ist wirklich hier mit seinem Namen verlinkt. Und tatsächlich ist das ein ganz wichtiges Kernprinzip auch von der Wikipedia. Also wenn ihr euch eine Sache behaltet, neben der Tatsache, dass es diese Versionsgeschichte gibt von diesem ganzen Vortrag, dann ist es der, dass im Grunde, wenn man so will, eine gewisse Übereinstimmung geschieht. Also wenn ihr euch die URL angucken würdet, also die das, was ihr im Browser eingebt von dieser Website Olsberg, dann ist es ja de.wikipedia/wiki/Olsberg. Dann ist auch der Titel der Seite Olsberg. Und das ist ein Prinzip, das ist nicht auf jeder Webseite so, sondern das ist ganz speziell für Wikis und die Wikipedia, dass im Grunde die Artikel, die ich hier lesen kann, immer einen Namen haben oben drüber. Ja, und zwar etwa ein Ding benennen sozusagen, in dem Fall eine Stadt oder ein Berg oder eine Firma. Das klingt jetzt erstmal langweilig oder uninteressant, aber das hat unheimlich viele, unheimlich wichtige Auswirkungen. Ja? Und eine der Auswirkungen haben wir eben schon gesehen, dadurch, dass im Grunde es einen Artikel Olsberg nur gibt und nicht irgendwie 5 Seiten über Olsberg in der Wikipedia, was ja auch sein könnte, also über Olsberg die Stadt, ist es so, dass ich bei Google, wenn ich Olsberg Stadt suche, ja, oder Olsberg Sauerland, dass ich genau diesen Artikel finde. Ja? Das heißt also, alle Informationen zur Stadt Olsberg ist wirklich nur auf diesem einen Artikel. Das ist also für mich als Leser schon mal super interessant. Ja? Gleichzeitig ist es aber auch interessant für die Leute, die was über Olsberg wissen und das zu dem Artikel hinzufügen wollen. Ne? Weil die müssen sich nicht wie bei irgendeiner anderen Webseite überlegen, wo schreibe ich das jetzt hin, sondern bei der Wikipedia gibt es im Grunde ganz viele kleine Schubladen, wo schon vordefiniert ist. Nämlich jedes Ding, jede Stadt, jedes Dorf hat seine ganz eigene Seite. Und das ist eben für Olsberg die Seite Olsberg oder für Olsberg den Berg ist es wirklich die Seite Olsberg der Berg. Ja? Da ändert sich also auch die URL. Und die Idee der Wikipedia ist, dass ich die Information oder das, was ich drüber weiß, auch dann hier hinschreibe. Ja? Und da schließt sich dann der Kreis, weil je mehr Leute wissen, wo sie Dinge zu Olsberg den Berg hinschreiben, desto mehr finden das dann auch wieder die Leute, die darüber lesen wollen. Ja? Das verstärkt sich also im Idealfall so ein bisschen selber und ist eigentlich eins der Kerngeheimnisse der Wikipedia so ein bisschen. Ja? Und dadurch, dass im Grunde die Artikel eben ihren Namen haben und sich dadurch auch wieder so leicht verlinken lassen, ja? Also ich verlinke im Grunde dann immer nur hier den Namen, Hochsauerlandkreis, und muss mir gar nicht überlegen, wie heißt eigentlich die Seite, sondern ganz klar, der Hochsauerlandkreis ist in Wikipedia auf der Seite Hochsauerlandkreis beschrieben. Ja? Und es gibt eine ganz spannende Sache, die sich daraus ergibt, und zwar, hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gesehen, man sieht hier, es gibt blaue Links, ne, wo halt eben zum Artikel hier wiedergeführt, ja, sieht man hier. Und es gibt auch diese roten Links. Ja? Warum sind die denn rot, könnte man sich fragen. Ja? Und da klicke ich mal drauf. Da sieht man hier ganz klar, wenn ich mal drauf schaue, Buchhorst, Rotergebirge, Seite nicht vorhanden. Ja? Oder Rutenberg, Rotergebirge, Seite nicht vorhanden. Gierskopf, Seite nicht vorhanden. Ja? Das heißt,
Wir haben eben gesehen, Bigge gibt es seit 2004, 2005, je nachdem, wie man zählt, in der Wikipedia. Die GISCOP gibt es noch gar nicht. Ja? Also und zwar ja auch den Stadtteil oder Ortsteil sogar. Ja? Also da hat noch niemand sich gemüßigt gefühlt, da was drüber zu schreiben. Große Aufforderung vielleicht im Nachgang in den nächsten Tagen, wenn sich jemand bemüßigt fühlt. Die Welt wartet noch auf Informationen zu GISCOP in der Wikipedia. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ja, ich sehe also als Leser auch direkt, was fehlt. Ja, und ich kann auch als Schreiber des Artikels, also wenn wir hier mal in diesen Abschnitt reingehen, oh, ich gehe mal hier in den Quelltext, also man kann auch den, nur den Abschnitt sehen, dann sieht man hier, GISCOP ist einfach verlinkt. Ja? Also dieser rote Link, den wir gesehen haben, kommt einfach hier durch diesen Haken GISCOP, beziehungsweise wenn man es mal anguckt hier in dem etwas hübscheren Editor, dann sieht man, ist auch hier GISCOP verlinkt. Man sieht hier, also ich könnte jetzt zum Beispiel auch Rothaargebirge noch verlinken. Wie geht denn das hier? Das weiß ich gerade selber nicht. Muss man hier oben, glaube ich, irgendwas machen. Lass ich jetzt mal. Genau, einfügen, Link. Egal. Aber wichtig ist, ich kann was verlinken, was noch gar nicht da ist. Und das ist auch ein ganz großer Unterschied zum sonstigen Internet. Ganz viele kennen vielleicht diesen Fehler, 404 Seite nicht gefunden. Was also passiert, wenn ich irgendwo eine Webseite habe und ich verlinke auf was, das dann zwischenzeitlich jemand gelöscht hat oder und so weiter. Ja, das heißt also, ein kaputter Link oder ein kaputter Verweis im Internet ist normalerweise ein Fehler im Internet. Ja? In der Wikipedia ist es ein Feature, ja? Weil ich kann damit nämlich beschreiben, was noch fehlt. Ja? Und das wird eben dadurch ermöglicht, dass ich wiederum das so einfach beschreiben kann, indem ich es einfach von seinem Namen her verlinke, ja? Was ich eben bei einer normalen Webseite auch nicht so einfach machen kann. Und dadurch kann ich gleich anderen Leuten sagen, da gibt es ein Ding hier, nämlich die GISCOP oder den Rutenberg, die würde ich gerne, da sollte es einfach Informationen zu geben. Ja, deswegen markiere ich das hier mal so und zeige damit eben auch anderen Leuten, was sie machen können. Ne? Das heißt, da sehen wir auch schon, wenn man hier jetzt draufklickt, ups, da, ich bin ein bisschen schnell, tut mir leid, da sehen wir eben auch schon, wie kann ich eigentlich beitragen zu Wikipedia. Ein ganz einfacher Punkt ist, ich kann einfach mal gucken, wenn ich irgendwo so einen roten Link sehe und weiß was drüber, kann ich was schreiben. Ne? Und ich könnte jetzt hier wirklich schreiben, die GISCOP ist ein Ortsteil von Olsberg, bla bla bla, ja. Oder ein Stadtteil, oder ich weiß es gar nicht ganz genau, muss ich gestehen. ein Wohngebiet, ja. Will hier niemand zu nahe treten, der in der GISCOP wohnt oder auf der GISCOP. Genau, das heißt, das ist also ein sehr, sehr wichtiges und interessantes Prinzip so ein bisschen. Und was auch noch eine Sache ist, es gibt hier links diesen schönen, auch etwas kryptischen Links auf diese Seite. Und was man hier jetzt sieht, ist eigentlich andere Seiten, die auf Olsberg den Berg linken in der Wikipedia. Ja, also zum Beispiel hier, wenn wir auf Rothaargebirge gehen, upsala, sieht man, das ist ein ganz schön langer Artikel, dann ist hier irgendwo, das ist Olsberg der Ort, aber dann ist irgendwo auch Olsberg der Berg verlinkt. Na, wo haben wir es? Boah, der ist ganz schön lang, das ist ein bisschen... Okay, nehmen wir mal was anderes. Nehmen wir mal den Sender Olsberg hier. Da gibt es also auch einen eigenen Artikel zum Sender Olsberg. Das heißt, der Artikel befasst sich tatsächlich mit der Sendeanlage. Ja? Also da geht es nicht um den Berg, um das Gebirge oder um die Stadt, sondern nur um die Sendeanlage. Und da sieht man hier schon, die ist auf dem Olsberg. Und da sieht man hier, das ist bei Olsberg geschrieben, aber unten im Link, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, sieht man, das ist Olsberg, der Berg, der hier verlinkt ist, weil es ist ja auf dem Olsberg. Ja? Und hier unten, der Sender Olsberg, finden Sie auf dem Gebiet der Stadt Olsberg. Da ist also ein anderes Olsberg verlinkt, nämlich Olsberg, die Stadt. Ja? Das ist jetzt natürlich so ein bisschen die Krux von Olsberg, dass es eben widersprüchlich ist. Ne? Deswegen haben wir eben ja hier, haben wir schon mal gesehen, diese Unterscheidungsseite. Die gibt es also häufiger mal in der Wikipedia, gerade bei Namen oder so. Aber die ist natürlich dann ganz wichtig, damit man eben auch rausdiffundiert. Wir haben ganz zu Beginn auch gesehen, Biggesee, da gibt es also auch so eine Seite, wo irgendwie die verschiedenen Bigge-Sachen unterschieden werden, damit die Leute auch wirklich wissen, wo sie hin müssen, um was zu schreiben und um was, damit nicht einfach die Sachen wild durcheinander gemischt werden. Ja, weil ich will ja eigentlich das Schweizer Olsberg und das Olsberg im Sauerland nicht durcheinander bringen, ne? Und auch untereinander verknüpfen können. Das ist eigentlich die ganze Idee. Aber eben das Internet lebt ja sehr viel davon, dass ich eben Sachen miteinander verlinken kann, dass ich Links folgen kann, von Bigge Online zur Stadt Olsberg oder wo auch immer hin. Und die Wikipedia ist im Grunde, wenn man so will, so eine Linksau oder so eine Linkmaschine, ja, weil die lebt eigentlich davon, dass man Sachen untereinander verlinkt, aber natürlich auch, dass man nochmal unten jeweils Links aus der Wikipedia raus hat, ja, ups, ne, da sieht man, ne, wo haben wir es hier, Weblinks, ne, also da gibt es zum Beispiel hier natürlich den Link zur offiziellen Seite der Stadt Olsberg und so. So, Hans-Jörg, jetzt habe ich ganz
Jetzt habe ich ganz viel über Olsberg gehört. Ja. Da wäre die Frage, ob wir dann davon mal eine kurze Pause machen wollen, damit Ja. wir den Zuschauern es ermöglichen, vielleicht noch was zu trinken zu holen oder wichtige Dinge zu erledigen. Oder macht es wie der Günther, der hat in der Zwischenzeit schon einen Account angelegt für die Wikipedia, legt auch gleich einen Account bei www.olsbergwiki.de an und vielleicht können wir eine kleine Pause machen. Dann schicken wir euch mal für 3 Minuten in ein Päuschen. So, da sind wir wieder zurück. Kleine Pause. Die Bilder, die ihr gesehen habt, kamen ganz einfach aus einer Bildergalerie, die sich über das Wiki generiert hat. Von der Seite von Olsberg kann man dort auswählen und könnt ihr ja gerne auch mal selber ausprobieren. Hans-Jörg, bist du schon wieder bereit? Jawohl, ich hoffe, hört man mich gut? Ja, wir hören Vielleicht dich gut. laut Alles geht's? gut, ja. Perfekt. Ich habe nämlich, sieht man vielleicht, mein Headset jetzt abgestreift, in der Hoffnung, dass wir da ein bisschen besser vorankommen. So, vielen Dank, Christian. Ich hoffe, man sieht meinen Screen auch wieder. Genau, Christian hat es gerade gesagt.
Wir waren in der Bildergalerie, da würde ich ganz kurz was zu erzählen. Vielleicht zum Timing kurz. Man sieht schon, man kann viel erzählen über die Wikipedia. Wir sind schon ein bisschen fortgeschritten. Ich würde ganz kurz noch eben zu dieser Bildergalerie was erzählen und den zweiten Teil würde ich ein bisschen straffen, aber da haben wir auch noch zwei, drei ganz interessante Sachen. Ich hoffe, da bleiben auch noch alle dabei und finden es auch weiter interessant. Also ich denke, wir haben jetzt kein Limit nach hinten, aber ich will es natürlich jetzt auch nicht zu lang machen. Aber man sieht schon, es ist natürlich, ich glaube, es wird schon klar, dass da ganz viel dahinter ist, was man jetzt auch nicht mal eben so, was man gar nicht gedacht hat, was man da eigentlich alles erklären kann und zeigen kann dahinter. Und genau, da bin ich gerade eben wieder bei Olsberg und wenn man sieht hier, da gibt es einen Link auf der Seite Olsberg, die Stadt, in anderen Projekten und hier steht dieser schöne englische Begriff Commons, ja, oder die Wikipedia Commons sind es. Was zum Teufel ist das? Wikipedia Commons ist im Grunde, sieht man hier, ein eigenes Logo, ist ein eigenes Projekt. Und das ist das Projekt, wo die Wikipedia ihre Fotos drin verwaltet. Ja, das heißt, wenn ich ein Foto zur Wikipedia hochlade, ich kann ja nicht nur Text schreiben, sondern ich kann auch ein Foto beitragen von der Stadt Olsberg, vom Berg Olsberg oder von der Firma Olsberg, was auch immer. Dann wird das hier im Grunde auch verwaltet und da sieht man hier, da gibt es auch Kategorien, das ist jetzt hier in Englisch, weil das quasi zwischen allen Wikipedias, auch der englischen Wikipedia geteilt wird und da sieht man hier People of Olsberg, kann man mal ganz kurz reingehen und da sieht man hier Dr. Hans Federath und wen auch immer noch drin. Und genau, was wir in der Pause gesehen haben, war im Grunde, also man kann hier im Grunde eben auf das grüne Icon klicken und dann kann man sich so eine kleine Screenshow machen, wenn man mal Langeweile hat. Aber diese Fotos kann man natürlich eben dann auch ansonsten verwenden. Und da sieht man vielleicht einen Aspekt. Ne? Ich gehe mal vielleicht, nehmen wir mal hier zum Beispiel dieses lustige, oh, das ist jetzt nicht so schön. Was machen wir denn mal hier? Diese Scheune hier, das Windindustriebild hier, keine Ahnung, wo das herkommt. Und dann sieht man hier auch, da gibt es eben auch Informationen zu diesem Bild. Das hat also ein Martin Lindner hochgeladen. Und es gibt auch eine Lizenzinformation dazu. Man kann natürlich bei der Wikipedia jetzt nicht einfach irgendein Foto hochladen, sondern nur, wenn man die Rechte dazu hat. Und das muss man quasi als Autor, also wenn man es hochlädt, sagen, ich habe die Rechte an diesem Bild und ich möchte, dass das unter dieser Lizenz steht. Und da gibt es eben bestimmte offene Lizenzen, die erlauben, also man erlaubt im Grunde der Wikipedia, dass die Wikipedia das Foto auch nutzt. Und tatsächlich ist es bei der hier verwendeten Lizenz so, das ist eine sogenannte Creative Commons Lizenz. Ich werde da jetzt nicht allzu detailliert drauf eingehen, aber im Grunde kann man auch viele der Bilder, die in diesem Wikipedia Commons sind, tatsächlich selbst verwenden, je nach genauer Lizenz hier, wenn man irgendwie selber mal eine Präsentation machen will oder sonst irgendwas. Also die Wikipedia ist dann nicht nur das Lexikon, sondern wenn man so will, auch ein bisschen eine Bildergalerie. Das ist eigentlich so ein bisschen hier die Aussage. Und da komme ich nochmal zu dieser Folie, die wir eben ein bisschen einmal kurz übersprungen haben, weil das eigentlich auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt ist, weil das gilt natürlich auch für Texte. Also es gibt häufig das Problem auch, dass Leute zum Beispiel sagen, ich schreibe jetzt was über die Giscop zum Beispiel und die suchen einfach irgendwo im Internet, wo schon jemand was geschrieben hat und pasten das dann quasi einfach da rein. Ja? Also klauen sich das von irgendeiner Webseite. Und auch dann wird das höchstwahrscheinlich in der Wikipedia wieder gelöscht werden von den Autoren, die das dann reviewen oder sichten. Weil nämlich natürlich die Wikipedia nicht einfach irgendwelche geklauten Texte nutzen darf, sondern man sieht im Grunde hier, wenn man mal wieder auf die, die Text-Wikipedia, so, hier, wenn man auf die Seite Olsberg geht und ich scrolle ganz nach unten, so, dann sieht man hier im Grunde, na, muss ich selber gucken, dieser Text steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike. Ja, das heißt also, auch den Text hier darf man tatsächlich verwenden, kommerziell verwenden auch sogar, das zeige ich gleich auch nochmal ganz kurz. Und man muss eben auch als Autor, das haben wir eben vielleicht so ein bisschen übersprungen, sieht man auch hier in diesem Edit-Screen, ne? Das genau, beim Speichern war das, also wenn ich hier schreibe, dann stelle ich quasi auch sicher, da steht hier nochmal ein Hinweis dazu, da kann man das also alles auch nochmal nachlesen, dass man das auch unter dieser Lizenz bereitstellt. Und warum ist das wichtig? Das ist natürlich einerseits wichtig, weil die Wikipedia natürlich das Ziel hat, das Wissen auch frei zur Verfügung zu stellen. Das ist eben nicht, dass da jemand für bezahlen muss oder wie auch immer. Und natürlich auch, wenn viele Leute daran editieren. Upsala, also wir haben ja gesehen, es gibt viele Autoren, die zu einem Artikel beitragen. Dann muss natürlich auch gewährleistet sein, dass die Autoren jeweils auch den anderen Autoren und der ganzen Wikipedia das Recht dazu geben. Und aus dem Grund, das ist also ein ganz eigener Aspekt, hat sich die Wikipedia auch diese Lizenzen überlegt oder das sind im Grunde noch ein anderes Projekt, wo dann viele Juristen involviert waren,
Das sind diese sogenannten Creative Commons Lizenzen. Die hat der eine oder die andere auch schon mal wahrscheinlich gesehen. Die gibt es auch auf anderen Webseiten, werden die benutzt. Und das Lustige daran ist tatsächlich jetzt, also die Wikipedia-Inhalte stehen unter der Lizenz. Also man sieht diese drei Icons, das sind einfach unterschiedliche Typen der Lizenz. Das BY steht für, wenn ich dieses Foto oder diesen Text nutze, muss ich sagen, von wem, also Englisch BY, den Autor nennen, ja. Und SA ist, das steht für Share Alike, also ich muss es unter der gleichen Lizenz weiter lizenzieren, wenn ich es jetzt verändere. Ja? Das heißt, ich muss also auch jemand Drittem, ich mache ein Buch daraus, dann muss ich auch dieses Buch unter diese Lizenz stellen. Und dann darf also auch jemand dieses Buch kopieren. Und tatsächlich gibt es also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich mache die Hans-Jörg-Pedia, ja, und kopiere mir einfach alle Inhalte der Wikipedia auf einer eigenen Webseite. Und es gibt tatsächlich auch Webseiten, manchmal kommt man über Google da drauf, die im Grunde einfach nur die Informationen der Wikipedia wirklich kopieren. Ja? Und das ist auch erlaubt. Also man darf quasi auch die Inhalte der Wikipedia kommerziell nutzen. Diese Lizenz, unter der die Inhalte der Wikipedia stehen, schließt es explizit nicht aus. Und ich habe tatsächlich noch eine ganz lustige Anekdote, ein wirklich sehr stranges Beispiel, wenn ich mal in meinen Browser gehe. Und zwar kann man, jetzt mal gucken, dass ich im richtigen Browser bin. Ja, so. Kleinen Moment. Ich finde es gerade nicht. Da sind wir wieder beim Bobo Bobo. Genau. Kann man bei Amazon, ja, also dem beliebten Webshop, kann man mal suchen nach Books LCC Wikipedia. Und da gibt es tatsächlich, sieht man hier, das sieht jetzt erstmal ein bisschen komisch aus, ein Buch Bauwerke aus Metall, Stahlachterbahn, Stahlbrücke, Stahlverbundbrücke, Turm aus Metall, Eiffelturm, Öresandbrücke für den Schnapper von 87 Euro. Und tatsächlich, das kann man jetzt hier nicht sehen, aber ihr müsst mir einfach glauben, ist das einfach nur ein Buch, was die Inhalte der Wikipedia einfach kopiert. Ja, also wenn man sich das bestellt und ich habe tatsächlich mal so ein Buch bestellt, das ist hier Slowakische Medien heißt es. Ja, und wenn man da reinguckt, da steht also wirklich, das sind einfach Wikipedia-Artikel ausgedruckt. Ja, das ist erlaubt. Ja, und scheinbar gibt es wirklich Leute, die das aus Versehen bestellen. Das ist natürlich irgendwie nicht wirklich richtig sinnvoll. Das ist auch wirklich automatisiert erstellt, dieses Buch. Das ist dann so ein Book on Demand. Andererseits Bauwerke aus Metall. Also ich brauche noch ein Weihnachtsgeschenk irgendwann mal für meinen Bruder. Das könnte ich mir vielleicht mal merken. Es gibt tatsächlich hier, wenn man mal weiterguckt, zu diesem Books LCC, ich kann mal gerade aussparen, es gibt noch hier tschechische Gitarristen. Ja, also es gibt, und mein Lieblingsding hier ist Anime Year of Release Missing. Ja, also das ist noch im Grunde so eine Arbeitskategorie der Wikipedia, die hier mit reingerückt ist. Also es gibt hunderte von diesen Büchern bei Amazon zu bestellen. Das vielleicht nur als kleine Anekdote zu der Lizenz. Ja, also man kann da dann auch wirklich lustige Dinge tatsächlich mitmachen. Oder man findet häufiger auch mal, es gab auch mal eine CD der Wikipedia zu kaufen tatsächlich. Genau. Aber das reicht, glaube ich, an der Stelle erstmal dazu. Jetzt kommen wir zu einem viel spannenderen Thema. Und zwar, ja, wie drücke ich das aus? Vielleicht erstmal ein kurzes Quiz in die Runde. Ich muss, glaube ich, nicht abwarten, ob es jemand weiß, aber wer sind diese zwei Herrschaften hier? Ich glaube, die meisten Zuseherinnen werden das höchstwahrscheinlich wissen. Links, das ist, glaube ich, irgendein Fußballfunktionär. Ich kenne den auch nicht so ganz genau, aber ich habe den schon mal im Fernsehen gesehen. Und ach, das wären Laschet und Merz. Ja, nee, tatsächlich. Nein. Ich glaube tatsächlich ist es jemand von Borussia Dortmund und der Olsberger Bürgermeister. Und ich glaube, die sind da auf einer Veranstaltung und schreiben gerade einen Leserbrief für oder gegen Merz, glaube ich, an die WP. Das ist, glaube ich, meine Theorie, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Jedenfalls verrate ich kein Geheimnis, wenn ich sage, einer davon ist in der Wikipedia, der hat also einen Artikel und der andere nicht. Jetzt könnte man sich fragen, warum denn das? Ja? Wir wollen das jetzt einfach mal gleich mal nachgucken, ob ich jetzt auch irgendwie Quatsch erzähle oder ob das wirklich so ist. Ja, also ich gehe mal hier, jetzt machen wir hier Watzke. So, da sehen wir, hier gibt es auch wieder so eine Übersichtsseite, weil es gibt mehrere Watzkes natürlich hier in der Wikipedia und da sehen wir hier, ne, den haben wir gerade auch schon gesehen, der hat hier also eine Seite tatsächlich. Ne? Jetzt machen wir hier Wolfgang Fischer. Ja? Da gibt es natürlich hunderte. Müssen wir jetzt nicht einzeln durchgehen. Tatsächlich ist der, den wir suchen, nicht dabei. Ja, jetzt gehen wir mal auf die Seite Olsberg. Stadt. Und da sehen wir hier Bürgermeister Wolfgang Fischer. Aha, immerhin steht er da. Aber wir sehen hier, da kann man nicht klicken. Ja, was ist da passiert? Warum nicht? Ja, jetzt kann man mal gucken, wenn ich... Ups, da.
Wenn ich hier zum Beispiel auf die Seite von Brilon gehe, wiederum, sieht man hier Christoph Bartsch. Hallo, der hat einen Artikel. Ne? Der ist jetzt nicht besonders lang. Der ist übrigens in Olsberg geboren, wusste ich auch noch nicht. Ja, gucken wir mal hier irgendwie Meschede. Was haben wir da? Wieder da Christoph Weber, CDU. Ja, der hat auch einen Artikel. Warum ist Wolfgang Fischer nicht in der Wikipedia? Hat irgendjemand eine Idee, woran das liegen könnte? Und tatsächlich die Idee oder der Grund ist gar nicht so, wie soll man sagen, fernliegend. Und tatsächlich gibt es, und jetzt wird das, ups, jetzt bin ich auf die falsche Seite gekommen, Entschuldigung. Jetzt muss ich mal gucken, ich habe so viele Tabs offen hier. Nein, das ist auch nicht. okay, ich muss mal Relevanzkriterien suchen. Ich habe auch hier, ich hatte das eigentlich schon offen, aber wie das immer so ist. Wenn man hier kriegt, oh Gottes Willen, es ist schon spät. So. Statt Relevanzkriterien. Ach Gott, nee, das ist nicht ganz, was ich suche. Entschuldigung, ich muss da einmal die Wikipedia ein bisschen aus dem Kopf machen. Also hier sieht man, ne, auch schön, was ich eben mal gemeint habe. Also die Seite Olsberg hat auch den Titel Olsberg hier wirklich in der Seite. Da weiß ich also wirklich, was ich kriege. Und die Seite, die ich jetzt gerade suche, ist diese hier. So, das ist jetzt, hier wird es spooky. Ja, man sieht hier, das hat schon sehr viele Unterseiten, nämlich das sind die Wikipedia-Relevanzkriterien. Und da können wir jetzt mal gucken, Bürgermeister. Ja, also, und da sieht man hier, Politiker und Träger öffentlicher Ämter. Ein Politiker oder Träger eines öffentlichen Amts sollte für die Aufnahme in die Wikipedia eines der folgenden Kriterien erfüllen oder in der Vergangenheit erfüllt haben. Und wir sehen hier, Oberster, erster Bürgermeister oder Äquivalent einer Kommune mit über 20.000 Einwohnern. Ja, dumm gelaufen für Wolfgang Fischer, weil Olsberg hat so, glaube ich, um die 15.000 Einwohner. Nicht relevant. Ja, das heißt, also hat in der Wikipedia nichts zu suchen. Er könnte jetzt natürlich wahlweise noch Profifußballer werden, in den Weltraum fahren oder ein berühmter Koch werden. Ich weiß nicht, was da für Sachen zur Wahl stehen. Er könnte vielleicht auch versuchen, irgendwie die Olsberg über die 20.000 Einwohner zu wuppen. Aber tatsächlich ist es so, in der Wikipedia darf auch nicht alles stehen. Also ich kann nicht meinen Kaninchenzüchterverein einfach da eintragen, sondern auch für Vereine, kann man mal gucken, zum Beispiel hier Sportverein, da sieht man hier, Sportvereine inklusive Schachvereine sind relevant, wenn sie aktuell historisch Mannschaftssportarten, die in Profiligen oder Semiprofiligen, zum Beispiel Fußball, Ober- oder Regionalligen. Also man sieht hier, hier gibt es ein unfassbar detailliertes Regelwerk, wo sich Leute Gedanken gemacht haben, was soll denn eigentlich drinstehen in der Wikipedia? Ja? Und tatsächlich auch diese Sache hier ist kollaborativ erstellt von den Leuten, die in der Wikipedia mitarbeiten. Also jeder von uns dürfte da auch Vorschläge machen. Es gibt sogar ein Archiv, das wollte ich eigentlich mal noch zeigen, ganz kurz. Genau, jetzt muss ich mal gucken, ob man das hier so auf die Schnelle findet. Das überspringen wir jetzt vielleicht mal, aber man kann tatsächlich auch nachvollziehen, historisch, wie das zustande gekommen ist. Oder da gab es irgendwann mal auch eine Diskussion, wie viele Einwohner das jetzt wirklich zu sein haben. Und es gibt natürlich immer noch Diskussionen jetzt so über E-Sportler oder so, was die gemacht haben müssen, um da eingenommen zu werden und oder so Dinge. Ja, also das ist auch wirklich nachvollziehbar über diese Seite. Und eine Frage kommt gerade, die ist vielleicht nicht ganz so uninteressant. Ja. Frage ist aber, ob wir sie überhaupt beantworten können. Und zwar nach deiner Frage kamen zwei Antworten, warum er nicht drinsteht. Die eine war richtig, Olsberg ist zu klein. Die andere Frage ist aber letztlich, oder der andere Ausspruch war, weil er widersprochen hat, Fragezeichen. Wäre interessant. Kann jemand verhindern, dass er einen Eintrag bei der Wikipedia bekommt? Wow. Das ist jetzt schon eine sehr, also da muss ich tatsächlich so ein bisschen sagen, das geht fast ein bisschen über meinen Horizont hinaus. Ich weiß, es gibt durchaus Rechtsstreitigkeiten, zum Beispiel teilweise auch, ob jemand unter seinem Künstlernamen oder unter seinem echten Namen drinsteht. Also es gibt ja durchaus diverse Persönlichkeiten, die gar nicht Aki Watzke heißen oder was auch immer, sondern anders. Und da gibt es auch schon Leute, die haben gegen die Wikipedia prozessiert. Normal ist es ja so, die Wikipedia ist ein Lexikon per Definition und das ist ja auch der Grund für diese Relevanzkriterien. Ein Lexikon sagt eigentlich, da sollen dringend Dinge drinstehen, die allgemeines bekanntes Wissen sind. Ja, also da sollen nicht irgendwelche Fantasiedinge drinstehen. Es gibt zum Beispiel auch eine Diskussion mal, ob da Comicfiguren drinstehen sollen oder irgendwie beliebige Vereine, sondern Dinge, die wirklich so ein bisschen wichtig sind, die Relevanz haben. Und
Das heißt also per Definition, jemand, der sich qualifiziert für die Wikipedia, also eben jemand, der Bürgermeister einer Großstadt ist, der ist normal nach meinem Verständnis auch eine Art Person öffentlichen Interesses und kann sich natürlich dementsprechend, glaube ich, da rechtlich auch nicht wirklich wehren. Ob es da vielleicht Grauzonen gibt, wenn ich jetzt irgendwie ein Künstler bin, das kann sicher sein, dass man das probieren kann, aber ich glaube, das wird im Zweifel immer ein bisschen dran scheitern, dass natürlich eben es dran liegt, dass man, wenn man in der Öffentlichkeit steht, muss man ja auch damit leben, dass Zeitungen über einen berichten. Und das gilt, denke ich, dann auch für die Wikipedia. Was eine andere Sache ist, wenn da natürlich Falschbehauptungen drinstehen, das passiert tatsächlich, dass da dann auch Leute gegen prozessieren oder Dinge, die irgendwie recht tendenziös sind oder so. Also tatsächlich, glaube ich, hat die Wikipedia auch eine große Rechtsabteilung. Ich bin sehr, oder viele Rechtsfälle zu bearbeiten, sagen wir mal so. Ich bin sehr sicher, wenn man hier mal drin sucht, das würde ich jetzt aufgrund der Zeit mal nicht machen, findet man tatsächlich auch bestimmt Seiten wie diese hier, wo gerade über das Vorgehen bei Rechtsstreitigkeiten und vielleicht sogar laufende Rechtsstreitigkeiten was zu sehen ist. Ja, also, weil man sieht ja hier, man kann also hinter den Kulissen, ist jetzt gar nicht wirklich hinter den Kulissen, sondern man sieht hier, das ist alles eigentlich offen und auch diese Relevanzkriterienseite hier hat eine Versionierung. Ja? Also wir können mal gucken, was wurde da zuletzt geändert. Da sieht man hier schon Video- und Computerspiele irgendwas. Ja? Also das ist also sehr, sehr klar schon. Jetzt möchte ich eine dazu zusammenhängende Seite ganz kurz nochmal zeigen, und zwar die Löschkandidaten. Ja? Ich habe eben schon mal gesagt, die Diskussionsseite ist so ein bisschen der Gossip. Was meine zweite Lieblingsseite in der Wikipedia ist, sind die Löschkandidaten. Damit gemeint sind tatsächlich nicht CDU-Bundestagsabgeordnete, die nicht mehr antreten zur Bundestagswahl, sondern das sind im Grunde Artikel, die wieder gelöscht werden sollen. Ja? Und das, man sieht hier, das ist tageweise organisiert. Und jetzt können wir mal gucken, da gibt es hier eben Artikel und dann sehen wir hier zum Beispiel hier Knopfbrass, das scheint mir irgendein Bläserquartett zu sein aus Bayern, was irgendjemand eingetragen hat, ja, und dann steht hier nahezu unbelegter Artikel ohne ausreichende Relevanzdarstellung. Ja. Also wenn man den mal anguckt, den hat also hier jemand eingetragen scheinbar, ne. Wir können auch gucken, wer das war. Also gestern hat hier der Jonas Bäumler, der ist mutmaßlich vielleicht irgendwie Mitglied in diesem Quartett oder in dieser Musikgeschichte, hat im Grunde diese Seite mal angelegt, weil gesagt, wäre doch cool, wenn unsere Band bei Wikipedia ist. Und der hat aber die Rechnung eben ohne die Wikipedia-Autoren gemacht, ne? Weil dann kam hier, man sieht hier, Jonas Bäumler hat so ein bisschen editiert und dann, muss man mal gucken, LA wiederhergestellt, also da hat irgendein Admin der Wikipedia, also wir haben ja vorhin schon mal gesagt, da werden Leute benachrichtigt oder sehen, wenn da auch neue Artikel hinzugefügt werden, und da hat also jemand hier diesen Artikel zur Löschung vorgeschlagen, ne? Weil da hat also, muss man sich so vorstellen, da hat jetzt einer von den Wikipedia-Power-Usern, nenne ich das mal, der hat eine Nachricht bekommen, da gibt es einen neuen Artikel, Knopfbrass oder wie man das ausspricht. Und dann hat er sich schon gedacht, aha, okay, eine Band, dann checken wir doch mal kurz gegen unsere Relevanzkriterien, ob die schon irgendwelche Preise gewonnen hat oder was auch immer für eine Band die Voraussetzung ist. Und hat im Grunde gesagt, nee, sehe ich nicht so. Also hier der Lutheraner war das. Ja? Also der scheint schon länger bei der Wikipedia da zu sein. Ja, hier, der hat schon hier einen Stern und weiß der Teufel was. Ja? Also der ist wirklich Wikipedia super Held. Wir können noch mal weiter gucken. Also diese Löschkandidatenseite ist quasi die Übersichtsseite, wo dann im Grunde auch die anderen Wikipedia-Nutzer diskutieren, ist es so. Also man kann dann auch, jetzt könnte der Jonas, wie heißt er, der das erstellt hat, könnte sich jetzt hier beteiligen und sagen, ja, aber das ist relevant, weil wir haben diesen und diesen Preis gewonnen oder diese Band hat diesen Preis gewonnen. Und man sieht hier das auch, ich möchte das jetzt nicht im Einzelnen nachvollziehen, aber die streiten dann, soll das rein, soll das nicht rein. Ja? Und vielleicht nochmal ein Beispiel. Ich glaube, genau, hier der Stefan Schmutz, ja? Auch schöner Name. Das ist der Bürgermeister der Stadt Ladenburg. Ja? Da sieht man, der wurde auch zur Löschung vorgeschlagen. Der wurde also auch jetzt vorgestern erstellt. Das ist quasi unser Wolfgang Fischer Süddeutschlands, wenn man so möchte. Und wenn wir jetzt mal gucken, die Stadt Ladenburg, Einwohnerzahl, wo haben wir sie? 11.661. Und als Wikipedia-Profis, was wir schon gelernt haben, wissen wir, Stefan Schmutz, leider schwierig in die Wikipedia zu kommen. Ja? Da sieht man also, was passiert, wenn man jetzt einfach mal so einen Wolfgang Fischer-Artikel anlegen würde. Das ist aber natürlich so, das hängt immer ein bisschen davon ab, das kann auch Glückssache sein. Also wenn man Glück hat und da gibt es jetzt, das rutscht irgendwie durch, dann schafft man es vielleicht doch rein. Und ich habe da ein schönes Beispiel. Ich würde mal nochmal wieder auf den Olsberg-Artikel gehen. Jetzt müssen vielleicht ein paar Zuseher, Zuseherinnen ganz stark sein. Man sieht hier unten, jeder Artikel ist auch noch in so einer Kategorie. Das ist vielleicht auch nochmal interessant. Also immer ganz unten auf der Seite gibt es Kategorien.
Die Stadt Olsberg ist in der Kategorie Olsberg, Ort an der Ruhr und so weiter. Und in der Kategorie Olsberg sind im Grunde alle Artikel, die was mit Olsberg zu tun haben. Also hier Ofentrop, Grimme-Denkmal, das ist quasi alles, was die Wikipedia zu Olsberg weiß. Und hier sieht man auch schon, das ist nicht so viel, ne? Auch wenn es da noch ein paar Unterseiten gibt. Also Personen sind es dann wiederum 24, die irgendwie relevant sind scheinbar. Aber das heißt also, unter den Wikipedia-Relevanzkriterien und vielleicht gibt es noch ein paar Sachen, die fehlen, wie jetzt die Gierskop zum Beispiel, sind gar nicht so viele Artikel aus Olsberg relevant. Ne? Da sieht man schon, das ist vielleicht ein Grund für so ein Regional-Wiki, weil man da eben auch einen Artikel zur Hauptstraße machen kann, ne, mit schönen Bildern von der Hauptstraße oder zur Schützenhalle in Olsberg. Die wäre als Gebäude in Olsberg wahrscheinlich, oder zur Biggerschützenhalle natürlich, jedwede Schützenhalle, die wäre natürlich eben für die Wikipedia nicht relevant. Und das ist der Grund, warum es dann eben sowas wie das Olsberg-Wiki auch geht. Haben aber nächste Woche noch ein bisschen Zeit dafür. Wo ich jetzt eigentlich hin wollte, ist Folgendes. Wir sehen, hier gibt es irgendwo, wo haben wir es? Den TSV Bigger Olsberg. Ne? Ist natürlich ein bekannter Sportverein in Olsberg. Und ich glaube, wer Mitglied des TSV Bigger Olsberg ist, muss jetzt ganz stark sein, weil ich habe in der Vorbereitung mir den mal angeguckt, den Artikel, und ich habe da einen Verdacht. Ja? Und der Verdacht ist, der TSV Olsberg, Bigger Olsberg spielt in der Kreisliga A hoch Sauerland Ost. Ich habe den Verdacht, der TSV Bigger Olsberg ist vielleicht nicht relevant für die Wikipedia. Wir sind ganz leise, wir sagen das niemand und wir hoffen, dass das auch einfach hier drin stehen bleibt. Ja, aber rein theoretisch bin ich mir nicht sicher, ob das hier stehen dürfte. Aber wir sehen, es gibt also Beispiele, wo durchaus auch Vereine einen Artikel irgendwie hingekriegt haben. Wir gucken mal, wann das hier geschehen ist. 2012 hat das der Lohmann 26 angelegt und irgendwie hat niemand, glaube ich, so richtig, das ging dann seinen Gang der Dinge und war dann auch noch relativ früh in der Zeit. Vielleicht waren da die Relevanzkriterien noch nicht so ganz akut. Und so hat es der TSV Bigger Olsberg in die Wikipedia geschafft, obwohl er das vielleicht heute, wenn er noch nicht drin wäre, gar nicht schaffen würde. Ja, also das ist vielleicht auch nochmal eine ganze... Ich hoffe mal, ich habe jetzt hier mit dem nichts ausgelöst, dass das irgendwie nachträglich gelöscht wird. Dann bitte ich schon mal vorab super um Entschuldigung. Wir machen einen ganz schönen Artikel über den TSV Bigger Olsberg im Olsberg-Wiki. Wir werden ansonsten um den Eintrag kämpfen als Stammverein von Wolfgang Paul oder damals als Aufsteiger in die höchste deutsche Amateurspielklasse. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Ganz genau. Also alle, die heute dabei sind, müssen sich dann an einen Account bei der Wikipedia machen und an dieser Löschdiskussion sich beteiligen, solange bis die anderen Editoren in der Wikipedia einfach keine Lust mehr haben, dann noch drüber zu diskutieren. Ja, also das ist, glaube ich, das Ziel an der Stelle. Also, jetzt haben wir schon wieder was gelernt. Ne? Warum Wolfgang Fischer nicht in der Wikipedia ist oder was er machen müsste vielleicht, um das zu tun. Genau, wer ist die Wikipedia? Da müssen wir vielleicht gar nicht mehr lange drüber reden. Da haben wir eben schon mal so ein paar Nutzer uns angeguckt. Wir wissen, wir selber können auch die Wikipedia sein. Ja? Also das ist gar nicht so schwer. Ich will vielleicht nur eine ganz kurze Sache mal kurz zeigen. Und zwar tatsächlich die Wikipedia es gibt nicht nur Leute, die im Grunde einzelne Artikel editieren, sondern es gibt in der Wikipedia auch noch intern so sogenannte Wiki-Projekte. Und es gibt Wiki-Projekte auch nach Regionen und es gibt also ein Wiki-Projekt Sauerland. Ja? Und da sieht man, die haben sogar einen Stammtisch. Das sind also Leute aus dem Sauerland oder nicht unbedingt, müssen gar nicht aus dem Sauerland sein, aber die im Grunde den Artikel mit Bezug Sauerland bearbeiten und sich darum kümmern. Ne? Also da sieht man hier zum Beispiel, die haben eine Bewertung, also eine Qualitätsoffensive der Sauerland-Artikel. Ne? Und da hat irgendjemand sich die Mühe gemacht und mal durchgeguckt, hier der Artikel Diemelsee, oh, das ist eine 4, da müssen wir vielleicht mal was dran machen. Ja? Das heißt also, sieht man, so organisiert sich hier die Wikipedia Sauerland-Untergruppe, ne? Das ist also eine kleine Gruppe an Nutzern, hier die Arbeit, um das Sauerland in Wikipedia voranzubringen. Und man sieht hier zum Beispiel auch fehlende Artikel, ne? Hier sind jetzt ganz viele rote Links, da sieht man also, was aus dem Sauerland außer der Gierskop auch noch alles fehlt, komplett. Ne? Das mal nur so als Beispiel. Es gibt tatsächlich auch noch so Wiki-Projekte nach Themen, also zur Geschichte. Da sieht man hier irgendwie Megalithik, was immer das ist. Ja? Großsteingräber, ja. Und da gibt es also Wikipedia-Nutzer, ich weiß nicht, ob hier irgendwo Namen sind, manchmal sind auch Namen, die sich also damit darum kümmern, dass das Thema Megalithik in der Wikipedia vorankommt. Ja? Oder das Thema Universitäten, das ist vielleicht ein bisschen naheliegender, aber auch die Universitäten in Albanien und in Moldau. Ja? Also man sieht, da ist viel Blut, Schweiß und Tränen hinter der Wikipedia. Das wird, glaube ich, hier schon klar. Also das mal nur dazu. Man muss, also diese Projekte muss es nicht geben, das ist quasi eher, da haben sich die Leute wiederum selber organisiert. Ne? Und auch hier kann man das nachvollziehen. Ne? Also wir könnten mal gucken, seit wann gibt es dieses Wiki-Projekt Sauerland. Ne? Also das Prinzip ist überall das gleiche.
Machen wir mal ganz kurz aus Spaß. Die Zeit haben wir doch. Ja, das interessiert mich jetzt nämlich auch selber. Oh, wow, das geht ganz schön weit zurück. 2006 hat der Rooster-Fan das gemacht. Er hat das schon ganz schön, ja, die erste Seite war schon ganz groß, ne? Aber man sieht, die ist noch viel kleiner als heute. Ne? Das war also der Beginn 2006 vom Wikiprojekt Sauerland. Und da waren hier ständige Mitarbeiter, der Andi, der Asio, der Bubo, den Bubo kennen wir schon, den haben wir eben schon mal gesehen, der hat am Bigger-Artikel mit editiert. Und eben hier der Rooster-Fan, der hat selber auch selber keine Seite. Ja. Also das sind die Wiki-Projekte, also dass man auch mal so eine Idee davon hat. Ich glaube, auch das hilft vielleicht mal ein bisschen einzuschätzen. Allein schon, dass es so ein Wiki-Projekt gibt, zeigt natürlich auch wieder, dass da eine gewisse Qualitätssicherung auch dahinter ist und so. Aber jetzt komme ich nochmal so zu einem Satz, um jetzt den Bogen zu machen, zu der Frage ganz am Anfang von Günther, ne, warum kann ich das glauben? Gerade zu Beginn, oder gibt es natürlich immer noch den Brockhaus, ne, als die gedruckte Enzyklopädie. Jetzt kann ich mal gucken. Ah, nee, das kann ich gerade so schnell nicht zeigen. Der Brockhaus ist natürlich irgendwie, der ist editiert von einer Firma, den kann man für Geld kaufen. Und der ist natürlich irgendwie, wie soll man sagen, glaubwürdig auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Aber es ist so, der Brockhaus wurde geschrieben, muss man sagen. Also die Druckversion wurde 2014 eingestellt. Die Online-Version, die es noch gibt, basiert darauf. Sprich, der ist ein bisschen veraltet auch oder wird nur sehr selten aktualisiert, wenn überhaupt nochmal aktualisiert. Wir haben eben gesehen, in der Wikipedia wird quasi jede Sekunde irgendwas aktualisiert. Er hat eben 1000 Autoren. Das sind im Grunde, muss man sich das so vorstellen, die Brockhaus-Redaktion hat im Grunde Experten, Professoren, Historiker, was auch immer, in der Liste und hat dann gesagt, okay, zu Olsberg, da haben wir irgendwie den, der kennt sich gut, oder zum Sauerland, der kennt sich gut mit Städten aus, der schreibt dann die Artikel dazu. Jetzt weiß man aber natürlich auch da nicht unbedingt, ne, auch da gibt es ja Leute, die sind irgendwie, wenn jetzt ein bestimmter Experte zum Thema Impfstoffe was schreibt im Brockhaus, ne, wäre jetzt eh viel zu aktuell dafür, aber der hat vielleicht auch eine gewisse Meinung. Ja. Das heißt also, auch beim Brockhaus kauft man ja irgendwie eine Meinung ein. Ja. Also man weiß ja auch nicht, was für ein Interesse hatte der, der das geschrieben hat. Das prüft natürlich die Brockhaus-Redaktion nochmal so ein bisschen, dass das jetzt nicht völlig aus dem Ruder läuft. Aber man hat natürlich als Leser auch nicht unbedingt vielleicht die Fachkenntnis dann, um sicherzustellen, wie jetzt da so die Expertenmeinung wirklich ist oder die sich auch ändert. Und der große Unterschied zu Wikipedia ist nicht unbedingt, dass es in jedem Fall besser ist. Ne? Gar nicht, kann man gar nicht so unbedingt sagen. Aber die wirkliche Qualität der Wikipedia ist, und deswegen ist, glaube ich, auch hier unser Vortrag heute und diese Historie und so ganz interessant und die sollte man auch häufiger nutzen, ist nämlich, dass man das nachprüfen kann oder man kann sehen, wie sich da die Leute streiten und worüber die sich streiten. Man sieht im Grunde die Arbeitsnotizen, wenn man so möchte. Die sieht man beim Brockhaus eben nicht. Ne? Das heißt, und dann, wenn man das mal zu Ende denkt, dann ist es im Grunde so, das, was man der Wikipedia da vielleicht als Schwäche so ein bisschen auslegen kann, dass sie irgendwie an mancher Stelle auch unvollständig ist, dass es da eben diese roten Links gibt, wo noch was fehlt. Ne? Ich meine, der Brockhaus wurde ja nicht mit leeren Seiten ausgeliefert. Gierskopf, haben wir uns leider noch nichts zu überlegt. Ja? Da hätte jeder gesagt, so ein Quatsch. Ja? Aber in der Wikipedia ist das tatsächlich ein Feature. Ja? Das heißt also, man kann im Grunde sagen, die Wikipedia macht in gewisser Weise eigentlich transparent, dass ja Wissen sich immer weiterentwickelt und nie richtig vollständig ist. Ja? Also ich meine, gerade jetzt Corona-Krise ist ein super Beispiel. Ja? Da wird dauernd neues Wissen, kommt da hinzu. Und so ein Modell wie der gedruckte Brockhaus kann da gar nicht mithalten. Ne? Das heißt also, die Wikipedia ist überhaupt erstmal ein Modell, was das als Enzyklopädie überhaupt irgendwie darstellen kann. Und diese ganzen Mechanismen, die wir gesehen haben, eben mit diesen gesichteten Artikeln, mit den Wiki-Projekten, die sich darum kümmern, so ein bisschen mit den Leuten, die an einem Artikel schon gearbeitet haben und da benachrichtigt werden, sind natürlich schon Mechanismen, die dafür sorgen, dass irgendwie eine gewisse Qualität auch da ist. Und man kann im Grunde auch so ein bisschen davon ausgehen, sagen wir mal, je beliebter oder je prominenter ein Artikel ist, also der Angela Merkel-Artikel zum Beispiel oder was auch immer, Donald Trump, ja, der hat natürlich so eine große Sichtbarkeit und so viele Leute, die den auch beobachten, der wird also mit einer höheren Wahrscheinlichkeit korrekt sein, weil da halt ein Fehler viel schneller auffällt. Ja. Auf der anderen Seite der Artikel zum TSV Bigger Olsberg, haben wir eben gesehen, der ist nicht besonders lang oder vielleicht noch der Bigger-Artikel. Da gibt es natürlich vielleicht nicht so viele Leute, die da nachgucken und vielleicht auch nicht so viele Leute, die sich damit auskennen. Das heißt also, da kann man sich vielleicht ein ganz klein bisschen weniger verlassen auf die Sachen, die drinstehen. Aber das muss man im Grunde immer selber so ein bisschen einschätzen, wie man das aber im Grunde immer bei wissen muss. Ja, also die Antwort ist da eigentlich an der Stelle, die eigentlich wirklich echte und finale Antwort auf den Günther ist eigentlich, es ist leider kompliziert. Ja? Das lernen wir auch eben wiederum in der Corona-Krise ganz toll. Ne? Ist jetzt AstraZeneca gut, schlecht, wie auch immer? Das
ist immer vom Zeitpunkt abhängig und zu dem, was da vielleicht auch Forscher für Experimente gemacht haben, ja, und auch wie vielleicht welche Interessen Leute haben, die das irgendwo beschreiben und so. Und das heißt, die Wikipedia hat zwar den Anspruch, das natürlich sachlich und mit Pro und Contra irgendwie darzustellen, auch das sind so Regeln, die sich da die Community gegeben hat, aber natürlich stellt es nicht in jedem Fall sicher, dass alles 100% korrekt ist. Ja? Aber der große, das Fund oder das große Extra der Wikipedia ist im Grunde diese Transparenz, die man natürlich auch ein bisschen verschieben kann. Ne? Also es gibt Beispiele, dass eben, was weiß ich, Mitarbeiter von Bundestagsabgeordneten die Seite von ihrem Abgeordneten schönen und aufhübschen und solche Dinge. Ne? Und man muss halt hoffen, dass das auffliegt so ein bisschen, ja? Und dass das dann korrigiert wird. Aber da das natürlich eine freiwillige Arbeit ist, die Wikipedia, muss das nicht immer so sein. Es ist halt wahrscheinlicher bei Sachen, die sehr sichtbar sind. Aber es kann, ganz sicher sind Fehler in der Wikipedia, ganz klar. Es sind aber auch Fehler im Brockhaus. Ne? Kann ich Fehler in der Wikipedia selber mir einen Eindruck machen, ob es die gibt? Eher ja. Ja? Also das ist im Grunde die etwas längere, aber richtige Antwort dazu. Und damit bin ich eigentlich jetzt so langsam auch schon am Ende. Also ich habe jetzt noch so zwei Folien. Die würde ich vielleicht ganz kurz noch machen, dann haben wir es, glaube ich, auch geschafft. Und zwar ein Anliegen ist mir noch so ein bisschen, es gibt immer so Leute, die sagen, und ich kriege immer einen Föhn, wenn das passiert, ich schaue mal in Wiki, ja, oder die Wikipedia. Ja. Und tatsächlich ist es aber eigentlich so, es gibt ganz unterschiedliche Wikipedias. Es gibt nicht die Wikipedia. Nämlich, was wir den ganzen Abend heute gesehen haben, ist eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, die deutsche Wikipedia. Ja. Also hier Olsberg, ne, das ist, oben die URL ist DE Wikipedia. Ups, da ist kann ich es leider. So. Die URL kann ich leider hier nicht so schön zeigen, aber es ist die deutsche Version. Ne? Und man sieht hier zum Beispiel den Artikel Olsberg, den gibt es in ganz vielen anderen Sprachen noch. Ja? Wenn ich mal nach Wigge gehe, wo wir eben waren, Wigge Olsberg, dann sehe ich, den gibt es leider nur niederländisch. Ja? Also da haben sich auch weniger Leute die Mühe gemacht, in anderen Wikipedien den zu editieren. Und man sieht hier in der holländischen Wikipedia, ist das sehr kurz, da sieht man auch, die Einwohnerzahl ist da noch nicht ganz, oder ja gut, da steht in 2009 war die Einwohnerzahl 4300, also wenn wir hier irgendjemand haben, der des Holländischen mächtig ist und sich gerne in der niederländischen Wikipedia beteiligen möchte, da wäre ein Fehler, in Anführungszeichen, ist nicht mal ein richtiger Fehler, aber das könnte man vielleicht aktualisieren. Aber wir sehen, ne, die Sprachversion, das sind also nicht einfach nur Übersetzungen, sondern tatsächlich sind diese die anderen Wikipedien hier, also die englische, die französische, die indonesische, die italienische, die niederländische, das sind nochmal komplett eigene Wikipedien. Ja? Deswegen muss man eigentlich immer sagen, es ist die niederländische Wikipedia oder die deutsche Wikipedia. Und es gibt nicht unbedingt einen Bezug zwischen denen. Ja? Es gibt natürlich einzelne Editoren, die haben einen Account in beiden und schreiben auch in beiden was, weil die vielleicht auch beide Sprachen können, aber das muss nicht so sein. Es gibt natürlich auch manchmal Leute, die, was erlaubt ist durch die Lizenz, ich kann, wenn ich des Holländischen mächtig bin oder des Deutschen, Übersetzungen machen. Ja, also es könnte jetzt ein holländischer Autor hergehen oder niederländischer und könnte hier den Olsberg-Artikel ausbauen mit dem Text auf dem Deutschen, ja, wenn er nicht selber was erfinden will. Das ist also möglich. Und auch die Fotos werden übernommen. Wir haben eben gesehen, diese Commons-Seite war auf Englisch, weil eben die Fotos zwischen allen Projekten, die sind ja sprachunabhängig, ausgetauscht werden. Ja. Aber ganz wichtig eben, es gibt unterschiedliche Sprachversionen und im Grunde sind es auch nochmal separate Wikipedien. Ja? Also man muss eigentlich immer sagen, wenn ich habe was in der Wikipedia gelesen über Olsberg, muss man gucken, war das eigentlich die deutsche, die englische, macht einen Unterschied. Und im Übrigen zum Günther, ne, das ist auch nochmal ein ganz interessanter Punkt, ja? Weil dadurch, dass das wieder unterschiedliche Leute sind, unterschiedliche Communities, gibt es natürlich auch nochmal ein Fact-Checking der englischen Wikipedia-Leute, für den englischen Inhalt. Das heißt also, wenn ich nicht genau weiß, ob jetzt irgendeine Information in der deutschen Wikipedia zu einem Thema richtig oder falsch ist und es gibt einen Artikel in einer anderen Sprache, die ich auch spreche, kann ich im Grunde da auch mal reingucken und mal vergleichen oder querlesen, wie das denn da ist. Das kann also durchaus auch hilfreich sein. Genau. Vielleicht noch ganz kurz. Es gibt tatsächlich nur eine englischsprachige, die ist also für Amerika, England, was auch immer für Länder englische Amtssprache haben. Es gibt auch nur eine spanischsprachige. Es gibt keine argentinische oder bolivianische Wikipedia, aber witzigerweise eine portugiesische und eine brasilianische. Weil die Brasilianer gesagt haben, wir sprechen zwar portugiesisch, aber wir möchten das doch lieber ein bisschen trennen. Ja? Das war einfach eine Entscheidung von den Leuten sozusagen, was aber natürlich dazu führt, dass die Inhalte da doppelt so ein bisschen natürlich in Portugiesisch vorliegen. Also hat natürlich auch so ein bisschen seine Nachteile.
Ganz kleine Anekdote auch an der Stelle nochmal, geht schnell. Und zwar würde ich gerne mal zeigen, in der deutschen Wikipedia ist es so, es gibt also auch keine österreichische und keine schweizerische Wikipedia, aber es gibt eine Konvention. Und zwar, wenn ich hier im Artikel Wien mal nach Januar suche, ja, okay, dann sehe ich das hier unten in den, nur in den Referenzen. Aber wenn ich nach dem österreichischen Wort für Januar, Jänner, wenn jemand hier das richtig ist, suche und ich gehe mal ein bisschen weiter nach oben, dann sieht man im Artikel selber, von Wien in der deutschsprachigen Wikipedia steht also nicht Januar, sondern per 1. Jänner 2014 betrug der Anteil der Katholiken in Wien 6.000 Mitglieder. Warum ist denn das so? Ja, und zwar ist da einfach die Regel: Die Autoren der Wikipedia haben sich überlegt, es ist Quatsch, wenn wir eine österreichische oder schweizerische oder deutschschweizerische Wikipedia machen würden. Wir machen mit bei der deutschen Wikipedia, wie das auch beim Duden oder so ja ist, der ja auch in Österreich gilt. Oder wo die Österreicher mitarbeiten. Aber, kleine Regel, alle Artikel, die einen Österreich-Bezug haben, da dürfen die österreichischen Autoren quasi das Januar durch Jänner ersetzen. Tatsächlich. Ja? Und das heißt, wenn man irgendeinen Personenartikel sieht über, was weiß ich, Sebastian Kurz oder Falco oder wen auch immer es in Österreich noch so gibt, dann wird da überall österreichisch Jänner und solche Sachen drinstehen. Ja? In der Schweizer Artikel entsprechend, das Einzige, was mir da einfällt, ist zum Beispiel: Die Schweizer haben das scharfe S noch bei der Rechtschreibreform. Ja, das wird man also auch nur in Artikeln mit Schweizer Bezug sehen. Sicher auch noch bestimmte Wörter, da bin ich jetzt aber nicht schweizerdeutsch genug, um das zu sagen. Last but not least, es gibt auch eine plattdeutsche und eine bayerische Wikipedia. Die sind aber eher so Spaßprojekte, würde ich jetzt mal sagen, ohne den Leuten dazu nahe zu treten, die die gestartet haben. Genau. Vielleicht nochmal zum rechtlichen Einsatz. Das ganze Hosting und so, da gibt es also die sogenannte Wikimedia Foundation in den USA, die von unter anderem Jimmy Wales, dem Gründer der Wikipedia, ursprünglich mal aufgesetzt wurde als gemeinnützige Stiftung. Und es gibt dann in der ganzen Welt für diese Sprachversion sogenannte Chapter. Und das ist in Deutschland eben die gemeinnützige Wikimedia Deutschland e.V. in Berlin, die im Grunde sich so ein bisschen um die deutsche Wikipedia kümmert, die auch Schulungen macht. Also, ich sage mal, wer jetzt auch mitarbeiten möchte an der Wikipedia, da habe ich jetzt gar nicht so viel reingeguckt. Es gibt hier eben auch so Autorenportale und also tonnenweise andere Videos im Internet. Ja, also da können wir gar nicht reden. Da gibt es viel bessere Dinge noch. Aber natürlich sind wir im Nachgang, falls jetzt jemand da noch Fragen hat oder jetzt auch in den nächsten Tagen, natürlich auch gerne bereit, da ein bisschen Material oder Hilfestellung irgendwie zu geben. Letzte Sache ist auch noch, es gibt nicht nur mehrere Wikipedias, sondern eigentlich ist auch ein Wiki als solches, also Wiki ist nicht Wikipedia. Wiki ist eigentlich ein Prinzip oder ein Genre, könnte man sagen, was nämlich daraus besteht. Ich habe eine Webseite zu einem Thema, wo ich Themen untereinander verlinken kann und ich habe bestimmte Prinzipien und Regeln, die sich die Gruppe, die diese Webseite bearbeitet, gegeben hat. Und ich habe dann meistens eine spezielle Software, also eine Wiki-Software. Das ist hier im Fall von der Wikipedia das sogenannte Media Wiki. Das ist also eine Open Source Software. Da kann sich also jeder theoretisch auch sein eigenes Wiki bauen oder machen. Ja. Und tatsächlich gibt es eben sowas wie die Wikipedia. Es gibt aber eben auch Regional-Wikis wie unser Olsberg-Wiki. Das hat vielleicht der eine oder andere schon mal sowas gesehen wie die Jedipedia oder die Deutschland sucht den Superstarpedia oder wer weiß, was es alles gibt. Ja. Also so als Prinzip. Nutzen das quasi auch diverse Fan-Communities von, was weiß ich, Künstlern oder irgendwelchen Fantasy-Dingen. Und es gibt eben auch Wikis in Firmen, in Organisationen. Also wir hatten bei Bigger Online zum Beispiel mal ein Wiki. Es gibt persönliche Wikis, also man kann sich quasi für seine eigenen Notizen auch so eine Software aufsetzen. Ne? Also dieses Prinzip ist eigentlich noch mal viel mächtiger als die Wikipedia an sich. Die Wikipedia ist eigentlich nur ein Beispiel, natürlich klar das Prominenteste, aber man kann eigentlich mit diesen Grundprinzipien, die ich vorhin mal so ein bisschen gezeigt habe, natürlich auch noch ganz viele andere spannende Dinge machen. Genau, damit würde ich sagen, haben wir es geschafft. Ich hoffe, man konnte mir gut folgen und ich hab's nicht zu sehr übertrieben und war nicht zu schnell. Man kann sich das natürlich auch hinterher nochmal in aller Ruhe angucken. Wir werden das vielleicht an einer anderen Stelle auch nochmal machen. Nächste Woche haben wir eh den Vortrag über das Olsberg-Wiki. Also wir freuen uns da auch sehr über Likes, Kommentare, Hinweise, was wir vielleicht auch beim nächsten Mal besser machen können. Sehr gern. Ja, ich sage nochmal ganz kurz eben, ich glaube, ich hoffe, es ist klar geworden, aber ich glaube, es eigentlich auch, die Wikipedia ist mehr als einfach nur den Lexikonartikel, den man jeden Tag so liest. Und ich hoffe, ich konnte auch vielen von euch ein bisschen die
Freude und Begeisterung daran vermitteln, was man da, dass es eigentlich mal Spaß machen kann und auch sinnvoll sein kann, hier diese ganzen lustigen Links an der Seite mal auszuprobieren und was sich da für interessante Sachen hinter verbergen. Das ist im Grunde wie bei so einem Schützenfest, ja, oder bei so einem Schützenverein. Viele Leute sehen eigentlich nur die 3 Tage Gaudi unterm Jahr, an dem Wochenende, aber die ganze Arbeit, die sonst noch so verrichtet wird, ehrenamtlich, also im Grunde so dieser Eisberg, der unter Wasser ist, das ist eben gerade bei der Wikipedia genauso. Und das Faszinierende ist aber, man kann da im Grunde in Echtzeit und auch historisch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag sich das angucken. Und das finde ich persönlich sehr spannend und hoffe, das konnte ich auch so ein bisschen hier mit rüberbringen. Und ich glaube, was auch nochmal interessant ist, auch wenn heutzutage natürlich viele Artikel in der Wikipedia schon sehr perfekt und gut sind und da viel Arbeit rein investiert wurde, ist letztlich die Wikipedia basiert immer auf ganz kleinen Bausteinen und Ergänzungen. Wir haben gesehen, da hat jemand nur die Einwohnerzahl von Bigge aktualisiert und so. Das heißt, also man kann auch ganz kleine Dinge beitragen und tatsächlich ist das große Ganze, diese Wikipedia ist irgendwie, was da Pusemuckel 17 und Bubo Bubo abends nach der Arbeit oder in ihrer Freizeit da reinschreiben. Ja, also im Grunde auch vielleicht an der Stelle auch nochmal in die große weite Welt ein Dankeschön an alle Wikipedia-Autoren und Leute, die da sonst Dinge beigetragen haben. Ich denke, da profitieren wir alle davon und jeder hat, denke ich, da schon mal Dinge neu gelernt oder gelesen. Das ist, denke ich, sehr, sehr spannend. Und eben dieses Thema nochmal, die Unperfektion als Gestaltungsprinzip, also die Wikipedia ist eben nicht perfekt, ja, und kann Fehler enthalten, aber das ist im Grunde auch gerade eine Stärke, wenn man so möchte. Ja. Also das ist, denke ich, eine der Sachen, die hoffentlich auch klar geworden sind. Wie gesagt, wem es gefallen hat, bitte weitersagen, diesen Link teilen hinter zu dem Video. Wir freuen uns über jeden Hinweis, was man vielleicht auch noch mal besser erklären sollte, ob das interessant war, wie auch immer. Nächste Woche würden wir dann mal spezifischer noch eingehen auf das Olsberg-Wiki. Ich denke, da haben wir nicht so viel zu den Prinzipien mehr zu erzählen. Das heißt, da haben wir auch ein bisschen mehr Ruhe und können vielleicht auch noch ein bisschen mehr an Fragen eingehen. Da würden wir vielleicht sogar an einem konkreten Artikel mal was schreiben. Also vielleicht auch mal ein paar Dinge vertiefen, die wir heute gemacht haben, weil die Software ist die gleiche vom Olsberg-Wiki. Das sieht man vielleicht auch, wenn man die Website aufruft. Da funktioniert alles ganz genau gleich, mehr oder weniger, wie wir das heute gesagt haben, außer dass wir jetzt im Olsberg-Wiki noch nicht so krasse Relevanzkriterien bisher aufgestellt haben. Und wir sind da auch sehr genügsam. Ja? Da gibt es im Übrigen auch bei der Wikipedia, vielleicht das als letztes noch, es gibt die sogenannten Inklusionisten und die Exklusionisten. Das sind also im Grunde so ein bisschen wie bei einer Partei, der linke Flügel und der rechte Flügel, die sich im Grunde darum streiten, sollte man eher großzügig sein bei diesen Relevanzkriterien oder noch nicht. Ja? Auch dazu kann man sich auf diesen ganzen Seiten, die wir gesehen haben, ausführlichst informieren. Das würde, glaube ich, den Rahmen massiv sprengen. Ich denke, wir haben für heute genug gehört. Ich will auch niemand von seinem Abendthema abhalten. Freue mich aber natürlich noch über Fragen hier, wenn es noch welche gibt. Ich sehe, der Christian winkt schon ganz fleißig mit seinem Finger. Wünsche aber trotz allem schon mal frohe Ostertage. Wir sind auf jeden Fall noch einen Moment hier. Vielen lieben Dank und hoffentlich nächste Woche, selbe Zeit, selbe Welle. Würde mich sehr freuen und vielleicht auch, wenn der oder die eine andere da Lust hat, ab und an mal sich zu beteiligen. Man muss sich da nie committen, man kann immer jederzeit was machen, was nicht machen. Ich denke, das ist klar geworden. Alles klar, lieben Dank. Ja, vielen Dank, Hans-Jörg. Bevor jetzt das Band gleich voll ist, ich habe hier noch jede Menge Zettelchen, die ich aufgeschrieben habe zu so ein paar Themen, auch Fragen, die noch gekommen sind. Vielleicht nur eine Kleinigkeit. Ganz am Anfang fragte jemand, warum unser Bach denn hier Bieke heißt und nicht Vossbach. War ja eine einfache Antwort. Das eine ist der Volksmund, das andere ist der offizielle Name. Aber das ist ein schönes Beispiel. Sucht mal Bieke zum Beispiel bei Wikipedia. Da wird man Informationen über Bieke im Zweifel gar nicht finden. Aber das Olsberg-Wiki, das enthält natürlich solche Informationen und das könnt ihr auch fleißig dann aktualisieren. Es kam noch eine Frage, Hans-Jörg, wie das denn ist, wenn man vertrauenswürdig geworden ist als Autor und fängt dann an, da irgendwie rumzufuhrwerken und wird mal wieder schwächer bei seiner Leistung. Kann man da rausgeschmissen werden? Wie funktioniert das? Muss ich tatsächlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Also da muss ich eher so ein bisschen im Nebulösen bleiben, sage ich jetzt mal. Das kann man logischerweise auch nachlesen. Meine grobe Vermutung ist so ein bisschen, also A, glaube ich, das passiert jetzt eher selten.
weil warum sollte das passieren, sage ich mal? Also schwächer ist jetzt ja eher, also ist jetzt so die Frage, fängt jemand an zu lügen? Ja, das ist jetzt, glaube ich, eher ein bisschen unwahrscheinlicher. Schreibt ja mal vielleicht nicht so toll, dann macht es halt jemand besser. Ja? Also man hat ja nie ein Recht darauf, dass das, was man geschrieben hat, auch genauso bleibt. Auch die Formulierung, da kann jeder kommen, und der das schöner findet, und umformulieren. Das kann man natürlich dann wieder rückgängig machen, aber dann gibt es irgendwann eben Streit auf der Diskussionsseite, wie das so geschehen hat. Also es gibt auch durchaus, wenn man sich, also man findet manchmal auch in der Presse so Artikel, Wikipedianer streiten sich, und ja, also gibt es durchaus auch, gerade bei kontroversen Themen. Teilweise auch werden da Leute verschreckt und so. Also ich habe selber mal in einer Uni-Veranstaltung im Grunde mit Studenten als Aufgabe gestellt, editier mal in der Wikipedia. Das war also auch am Anfang für die teilweise ein bisschen ein frustrierendes Erlebnis. Also man muss das wirklich sich so vorstellen, wie man kommt in irgendeinen Verein rein. Ne? Man ist halt natürlich erstmal so der Newbie und muss erstmal so ein bisschen gucken. Und da gibt es dann schon die einen oder anderen Kandidaten, die einem vielleicht mal vor den Kopf stoßen oder so. Also man muss da auch ein bisschen frustrationstolerant sein. Aber zur Frage nochmal zurück. Ich bin sicher, ja, da gibt es eine Sperrung dann. Ja? Also es gibt die Möglichkeit, auf jeden Fall Nutzer zu sperren. Es gibt ja auch Spam-User zum Beispiel. Ich bin auch ziemlich sicher, wenn es auffällt, dass ein bestimmter Nutzer häufiger schlechte Dinge schreibt, dann werden natürlich auch diejenigen, die viel in der Wikipedia kontrollieren und lesen, da natürlich nochmal ganz besonders einen Blick drauf werfen. Was eher der Fall ist, ist, dass dann jemand, der was manipulieren will, macht sich eher noch einen anderen Account. Der wird eher nicht den Account benutzen, wo er schon 50 schöne Artikel mitgeschrieben hat, sondern der wird sich einfach einen neuen Artikel machen. Das gibt es dann häufiger schon. Teilweise gibt es da auch Tools, die Wikipedia-Leute nutzen. Also würde, glaube ich, ganz im Detail zu weit führen. Aber es gibt schon Mechanismen, wie sowas dann auch auffliegt. Aber keine Garantie, ganz klar. Ja, weil man, wie mit Betrug im Internet oder was weiß ich, ne, man findet natürlich mit genügend krimineller Energie, kann man auch in der Wikipedia Mist bauen. Ich kann auch Geld in die Hand nehmen und eine Agentur beauftragen. Also es gab jetzt, war neulich in der Presse, der DFB-Generalsekretär hat ja irgendwie 30.000 Euro in die Hand genommen, um eine PR-Agentur zu beauftragen, seinen Artikel zu säubern, ja, oder zu aufzuhübschen. Kein Witz. Ja. Das bieten PR-Agenturen tatsächlich an. Aber das hat natürlich auch ein Risiko und das fällt natürlich auch auf. Natürlich ist so ein Artikel von DFB-Funktionären bei manchen Wikipedia-Leuten auch auf dem Kieker. Und die merken natürlich, also die haben dann auch einen Riecher, wenn da irgendeine PR-Agentur anfängt, so einen Spin zu geben. Und dann wird natürlich, und dann hat die PR-Agentur auch das Risiko, ne, wenn die jetzt, sagen wir mal, die haben nur einen Account, wo sie dann irgendwelche Klienten mit aufhübschen, wäre natürlich blöd von denen, weil dann wird natürlich nicht nur der DFB-Generalsekretär auffallen, sondern auch alle anderen, die sie vorher gemacht haben. Deswegen würden die dann eher mehrere Accounts nehmen, ja. Ja, ganz, ganz spannende Geschichte. Also dann auch nochmal vielleicht für Günther, der da ja nachgefragt hatte. Es gibt verschiedene Dinge, die man beachten sollte. Quellen zu prüfen ist immer hilfreich. Guckt euch die Diskussionsseiten im Zweifel an, wenn es euch dann wichtig ist, oder auch die Änderungshistorie. Und wie das immer so ist, nicht alles, was man im Internet findet, stimmt dann am Ende des Tages auch. Und wer gerade an seiner Doktorarbeit schreibt, der sollte vielleicht nicht unbedingt direkt bei Wikipedia kopieren. Das könnte Vroni Plack dann auch relativ schnell rausfinden. Also so genau ist das Ganze dann auch nicht. Also vielleicht ein Satz dazu gerade nochmal, Christian. Man sollte sich sowieso überlegen per Definition, ob man in der Doktorarbeit die Wikipedia zitieren muss, weil per Definition wiederum Wikipedia, Lexikon, allgemeingültiges Wissen, ist eigentlich eher selten, ne? Also man muss normal nicht zitieren in der wissenschaftlichen Arbeit, was Olsberg ist oder so. Ne? Und ich sag mal, zu wissenschaftlicheren Themen der Wikipedia gibt es dann meist auch Originalquellen. Ne? Also das ist sowieso immer ein bisschen spooky. Da hat jemand schon wissenschaftliches Arbeiten an sich nicht verstanden, wenn er meint, er muss die Wikipedia zitieren. Ja, genau. Vielleicht, um die Überleitung für nächste Woche nochmal zu haben. Ich hatte vorhin, glaube ich, irgendwann fälschlicherweise mal von Freitag gesprochen. Da hat mich einer unserer fleißigen Helfer im Hintergrund drauf hingewiesen. Es ist natürlich nächste Woche Donnerstag, der 8.4. dann um 20 Uhr. Also das nochmal korrigiert zu haben. Und Olsberg Wiki ist jetzt natürlich interessant. Der Günther fragte ja, ob er einen Artikel bei Wikipedia über sich schreiben könnte. Da habe ich ihm dann auch mal zurückgeschrieben, er kann es ja beim Olsberg Wiki versuchen, weil da haben wir sehr niedrige Hürden angesetzt. Also da könnten der Günther und auch der Wolfgang Fischer könnten da anfangen zu schreiben. Da würden sie im Zweifel nicht rausfliegen. Ich denke mal, das ist schon mal ganz, ganz spannend. Und eine Anmerkung hatte ich noch, weil ich die einen oder anderen Fotografen dann auch
schon mal kenne, die dann sagen, nee, Texte ist nicht so mein Ding. Es gibt natürlich bei Wikipedia Spezialisten für alles. Also letztlich kann man sich auch als Ziel setzen, ich schreibe keine Texte, sondern ich hübsche Artikel mit meinen Fotos dementsprechend auf. Ist auch eine Variante, dass man sich das aufteilt, wenn man seine Fotos auch ein bisschen verbreiten möchte. Oder um es zu ergänzen, ne, wenn jemand, sagen wir mal, gerade eine Sprache lernt oder vielleicht jetzt auch in einem professionelleren Sinne irgendwie Fachübersetzer lernt für irgendein Thema, ist das vielleicht durchaus auch eine interessante Übung, Sachen aus, sagen wir mal, jemand lernt gerade Holländisch übersetzen, vielleicht Artikel aus der holländischen Wikipedia zu gucken, wo sind die in Deutschland noch nicht so stark beschrieben. Also wahrscheinlich ist es so, dass häufig es so sein wird, zu sehr spezifisch holländischen Themen wird in der holländischen Wikipedia mehr stehen. Das heißt, man müsste sich dann im Grunde gucken, wo in der deutschen Wikipedia ist etwas Holländisches relevant, aber noch nicht so detailliert beschrieben wie in der holländischen Wikipedia und könnte da im Grunde dann durchaus Dinge übernehmen, übersetzen und hätte den Vorteil natürlich, dass dann eben, je nachdem in welcher Richtung, dann natürlich auch andere Leute drüber gucken und vielleicht Dinge korrigieren. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen eher exotischerer Anwendungsfall, aber ich würde Stein und Bein wenden, da gibt es auch Leute, die das machen. Ja, also unbegrenzte Möglichkeiten fast. Ich möchte bezüglich Mitschreiber auch noch jemanden grüßen, das ist der Eckhardt, der hat auch zugeguckt. Schöne Grüße von hier, das ist auch ein fleißiger Mitschreiber. Der hatte zwischendurch bei der Wikipedia, hat er vorhin geschrieben, auch einmal den Olsberg-Artikel editiert. Innerhalb von 3 Minuten kam die Freigabe. Also da sieht man mal auch, wie schnell Wikipedia funktionieren kann durch die ganze Community, die dahinter steckt. Finde ich auch ganz spannend, dass man da jetzt nicht 3 Tage warten muss, sondern im Zweifel, zack, ist das geändert, was man da hinterlegt hat. Also probiert es mal aus. Und Eckhardt ist jemand, der schreibt ganz fleißig beim Olsberg-Wiki mit, Bergbau zum Beispiel als Thema, also da gibt es schon viel nachzulesen, könnt ihr euch für nächste Woche schon mal ein bisschen was reinlesen. Wenn ich gerade noch mal einmal ganz kurz hier reingehen darf, Christian, tatsächlich, ich habe auch mal was in der richtigen Wikipedia geändert, auf so einer Liste irgendwo, ganz abstruse Sache, das wurde tatsächlich, glaube ich, bis heute nicht gesichtet. Also es gibt leider auch das Gegenbeispiel, hängt, denke ich, wirklich davon ab, wie viele Leute auch diesen Artikel auf ihrer Liste haben. Da ist natürlich bei Olsberg die Wahrscheinlichkeit schon deutlich höher. Und vielleicht noch mal einen Satz ganz kurz, vielleicht für diejenigen, die sich fragen, Olsberg-Wiki, Wikipedia, wie hängt denn das zusammen? Also wie du schon gesagt hast, Christian, einerseits ist natürlich auch eine gute Spielwiese, sage ich mal, um da schon mal das sich auch zu erproben, ohne vielleicht gleich in das, sage ich mal, raue Wasser der richtigen Wikipedia gleich vorzustoßen. Und dann ist es natürlich so, dass es auch eine gewisse Synergie gibt. Also es gibt natürlich Dinge, die kann man im Olsberg-Wiki schreiben, die würden in der Wikipedia nie angenommen, weil eben nicht in den Relevanzkriterien, also jeder Verein, jede Firma in Olsberg darf sich da natürlich einen Artikel machen. Aber es gibt natürlich Überlappungen. Also es gibt eben im Olsberg-Wiki auch einen Artikel über Olsberg selber. Und der ist tatsächlich sogar nicht so gut wie der in der richtigen Wikipedia. Ja? Das heißt, also es gibt Überlappungen. Und da linken wir aber natürlich dann aus dem Olsberg-Wiki auch in die Wikipedia. Vielleicht beschreiben wir, machen wir vielleicht mehr Fotos zu Olsberg oder so, aber das ist natürlich nicht völlig schwarz und weiß. Aber es gibt tatsächlich auch Links aus der Wikipedia ins Olsberg-Wiki. Also ich weiß jetzt gerade das Beispiel nicht, aber ich glaube, gerade im Bergbauthema gibt es teilweise relativ schöne Artikel im Olsberg-Wiki zu Bergbau im Sauerland. Und da haben die Wikipedia-Editoren sich dann entschieden, das nicht unbedingt alles in die Wikipedia aufzunehmen, weil es vielleicht dann auch da den Rahmen sprengen würde zum Teil, aber verlinken dann im Grunde auf das Olsberg-Wiki. Das heißt, da gibt es so eine gewisse Koexistenz zwischen solchen regionalen Wikis und der Wikipedia, und die aber natürlich im Einzelfall sich auch mal ein bisschen manchmal überlappt. Aber ich denke, da werden wir auch nächste Woche nochmal ganz im Detail drüber philosophieren können. Ja, man könnte meinen, wir hätten uns gut vorbereitet, so schön wie die Überleitung hier klappen zu unserem Olsberg-Wiki oder Sauerland-Wiki. Der Hinweis, den hat Hans-Jörg vorhin gebracht, wir lassen dieses Video auch bei YouTube stehen. Das heißt, ihr könnt alles hinterher nochmal euch nachträglich anhören, anschauen, was interessant gewesen ist. Ihr könnt es dann dementsprechend auch Personen empfehlen, die sich da vielleicht mal schlau machen wollen. Bevor wir gleich den Stream beenden, möchte ich jetzt schon mal Danke sagen an verschiedene Personen. Natürlich an Hans-Jörg für den wirklich kurzweiligen Vortrag. Ist länger gewesen als geplant, aber zumindest ich habe mich nicht gelangweilt. Ich hoffe, draußen geht es den Leuten genauso. Also war wirklich gut. Schönen Dank dafür. Hat sicherlich viel Arbeit auch gekostet. Uns beiden hat man heute nur gesehen. Es gibt natürlich im Hintergrund immer noch weitere, denen ich auch Dankeschön sagen möchte. Das ist der Niklas Menke, der zusammen mit Felix Liesen die Technik auf die Beine gestellt hat. Und der Michael Eickler wuselt im Hintergrund auch noch rum und souffliert ein bisschen, guckt, ob doch irgendwo E-Mails reinkommen. Das ist eine gute Zusammenarbeit. Also vielen Dank an die Truppe dafür.
Und dann würde ich vielleicht noch den kleinen Werbeblock folgen lassen. Wir sind ja hier live und digital. Der eine oder andere sieht es vielleicht noch zeitnah. Bigge ist extrem digital in der Corona-Zeit. Es gibt jetzt zu Ostern doch die einen oder anderen Angebote. Morgen um 8 Uhr gibt es eine Osterandacht von der Kolping-Jugend. Da schaut nochmal auf der Facebook-Seite oder bei Instagram vorbei. Da gibt es einen Link auf eine Zoom-Konferenz. Es gibt auf dem YouTube-Kanal von Bigge Online, wo ihr gerade drauf seid, auch noch für die Kommunionkinder kleine Jesus-Geschichten zu Ostern. Morgen kommt, glaube ich, die erste. Und noch einen Fastenimpuls von Pastor Laupold, der zu sehen ist. Und dann, ich nenne es jetzt mal das Osterhighlight, die Osternacht am Samstagabend ab 20 Uhr im Livestream auf der YouTube-Seite von PK Media. Wir verlinken das aber auch auf Bigge Online. Also in der Corona-Zeit geht vieles digital. Das hat uns ja richtig vorangebracht. Schaltet euch mal ein. Das Gute ist, ihr könnt es auch nachträglich anschauen. Und ja, so wünschen wir euch jetzt eine schöne Osterzeit. Bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.